Hesitate, segregate, imitate, infiltrate, copulate, send debate, cannot wait, move on up. Straight to the top. Hesitate, segregate, imitate, infiltrate, copulate, send debate, cannot wait, move on up. Straight to the top. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. You might be rocking, but when we put the plug in to have a blast, you'll be outclassed. You might be grooving, as soon as we start moving, becoming vast, you'll be surpassed. Cause you try to follow this crew, ain't no matter who, there's no virtue. Hey, you try to mess with this crew. We don't matter who, there's no virtue. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. We are surprising, surprised to see us rising. Prepare for more, we're gonna soar. Fast as the wind blows, with fortitude we bulldoze. The direct way to victory. You found longing to be renowned. Both feet on the ground, as we are bound. Slow down, ready for the showdown. Reach the final round, time to be crowned. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. Hesitate, segregate, imitate, infiltrate, copulate, send debate, cannot wait, moving on up, straight to the top. Hesitate, segregate, imitate, infiltrate, copulate, send debate, cannot wait, moving on up, straight to the top. Oh. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. Infiltrate, copulate, send debate, cannot wait, moving on up. Recht herzlich willkommen, ihr Lieben. Wünschen euch erstmal von vornherein
Die Brina. Und der Volker. Genau. Man nimmt uns auch die Blue Hearts. Wir wollen euch hier gar nicht lange auf die Folter spannen. Ihr habt eben wunderschöne Zukunftsmusik gehört von der Mary. Und danach ist der Papst kurz zum letzten Mal durchs Bild gefahren. Das hat seinen Grund, warum er so regungslos da sitzt. Und wir wollen euch aufklären, warum. Weil es jemanden gibt, der sehr, sehr lange eigentlich eine riesige Rolle gespielt hat und dann vor allem ab den 1990ern mehr oder weniger in Vergessenheit geraten ist. Und um die geht es auch heute. Wir haben euch einiges schon angekündigt. Wir wollen euch, oder meine Annahme von der Zeit, in der wir leben, möchte ich euch mitteilen, möchte euch sagen, wie es dahin kam, was in dieser Zeit alles passiert ist und wieso die wahren, nennen wir sie mal Heilige, in den Hintergrund getreten sind, weil das zumeist zu 80% Frauen waren. Und was mit den Frauen passiert ist, wissen wir. Und dieses Video heute wird so umfangreich werden, ihr Lieben. Es muss aber sein. Wir werden euch Namen um die Ohren hauen, dass einem schwindelig wird vielleicht. Das heißt, schaut das Video 2-3 Mal, um alles zu verstehen und recherchiert selber, weil dieses Thema ist das größte Thema, was wir jemals angegangen sind, weil es betrifft die Zeit von vor, nennen wir es nochmal, 550 Jahren bis heute. Man kann auch sagen 850, das wird sich rausstellen. Bis heute hat das Gültigkeit und es hat ihre Kreise bis hierher gezogen und jetzt wird das Ganze rückgängig gemacht durch den, oder wir nennen es auch in unseren Polsprung-Videos, die Rückkehr der Liebe. Und um was es geht und wer daran beteiligt war, das alles möchten wir euch versuchen aufzubröseln. Setzt euch hin, nehmt euch ein schönes Getränk, guckt am besten auf dem Fernseher, nicht auf dem Handy, damit ihr auch alles sehen könnt, das ist wichtig, oder auf dem Computer. Chillt dabei und habt Freude und wir hoffen, ihr könnt genauso viel fühlen, wie wir bei dieser gesamten Recherche gefühlt haben. Und habt einen oder mehrere mega Wow-Effekte. Genau. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr euch unsere Impulse bzw. eure uns schickt, hier als Kommentar oder eben in Telegram als Kommentar, weil das wird wahrscheinlich nicht das letzte Video über dieses Thema gewesen sein. Und nun wollen wir euch auch gar nicht größer auf die Folter spannen. Und steigen gleich mal ein ins Eingemachte. So ihr Lieben, wir fangen mal ganz bescheiden an, aber das ist ja sehr wichtig, weil das wird das ganze Video über eine wichtige Rolle spielen. Und zwar habe ich mich vor kurzem schon mal gefragt, was bedeutet eigentlich vor Christus, nach Christus, also AD und VD und wie das alles heißt. So, und das ist ganz wichtig für das heutige Video, ja, was AD, also Anno Domini, bedeutet, hier steht es auch, im Jahr des Herrn, ja. Im Jahr unseres Herrn Jesus Christus. Da gehen wir noch ein Stück runter. Die Zeitrechnung im Jahre des Herrn geht auf einen Vorschlag des Mönchs so und so im Jahr 525 zurück. Davor hatten christliche Schreiber die Jahresangaben seit Erschaffung der Welt Annus Mundi gesetzt, was in der byzantinischen Ära 5510 Jahre vor Christi Geburt lag. Alle Zahlen nicht so ernst nehmen, das sage ich nochmal nebenbei. In der lateinischen Kirche setzte sich die Zeitrechnung ab dem 7. Jahrhundert durch, wurde aber der Historia so und so Anglorum von 731 zur üblichen Jahresangabe in Westeuropa und rückte ins Bewusstsein des Volkes mit der Kaiserkrönung Karl des Großen zu Weihnachten 800. So, und jetzt haben wir noch einen Satz, der auch wichtig ist. Im Byzantinischen Reich wurde die alte Zählung Anno Mundi weitergeführt und war auch noch nach der Eroberung von Konstantinopel im russischen Exil in Gebrauch. Die Verbreitung der neuen Zählung Anno Domini stützt sich auf die zunehmende Blockierung des Ostasienhandels bis 1500. Ja, merkt, die Zahl dürft ihr euch merken, 1500, weil die zur Finanzierung von Expeditionen und damit in das Zeitalter der Entdeckung führten. Also, ganz wichtig, sich diese Zahl zu merken. Ja, so. Wir springen jetzt mal nach Deutschland. Ich habe mal geschaut, habe ich ja schon damals gesagt, dass die Fachwerkhäuser wohl die ältesten hier sind. Ich rede jetzt nicht von Burgen oder Schlössern, ich rede nur von den Fachwerkhäusern, also Häuser, in denen die Menschen lebten. Ja? Und die sind alle so gebaut ab 1215 bis 1230. So. Ich persönlich habe schon sehr, sehr viele Häuser gesehen in Deutschland, weil es ja mein Hobby ist und kann euch sagen, ich habe keins von 1200 gesehen und selbst da stimmt die Jahreszahl, wenn die damals an dieses Jahr geglaubt haben, aber eigentlich ist es das nicht. Ja?
Das ist ganz wichtig, weil hier steht dann im 13. Jahrhundert. Und dieses 13. Jahrhundert war aber ganz anders. Zur Zeitzählung kommen wir später noch, nur um vielleicht andere Daten, die jetzt genannt werden überall, besser verstehen zu können, gibt es am Schluss die Auflösung, was wir glauben oder ich glaube, in welchem Jahr wir leben. Okay? So, ich habe ja hier immer so ein Beispiel. Jeder weiß ja schon, das habe ich ja vor Jahren schon gesagt, das Schöne ist, dass es viele mitbekommen haben und das auch so recherchiert haben, dass es vorne kein Jahr für Jahr 728, keine 1, also keine 1 ist, sondern ein J. Und ich habe mal geguckt in kyrillischer Schrift, in russischer Schrift, in griechischer Schrift, in den Runen. Ich habe dieses Zeichen nirgendwo gefunden. Vielleicht weiß einer die Bedeutung, es ist kein J. Ja? Und auch zwischen der 7 und der 28 sind Nägel dazwischen. Das könnte auch heißen, im 7. Monat des Jahres 28. Aber ihr werdet bei ganz vielen von diesen Schildern immer eine 8 finden. Immer. Ja, steht auch für die Unendlichkeit. Manchmal ist sie sogar offen. Da habe ich auch noch nicht rausgefunden, was das bedeutet. Und unten sieht das etwa so aus wie das Jesuitenzeichen. Das ist aber kein Jesuitenzeichen. Dem bin ich gerade auch noch auf der Spur. Aber wir wollten jetzt endlich mal das Video machen, um euch zu zeigen, was es hier geht. Und nicht vergessen, diese Fachwerkhäuser findest du fast ausschließlich nur in deutschsprachigen Ländern. Ja? Deutschland, Österreich, Schweiz. Und natürlich an die Angrenzen, die früher auch deutsch waren. Ungarn beispielsweise, weil Ungarn wird eine kleine Rolle heute spielen. Weil, basierend aufs letzte Video, hatten wir gesagt, Germania ist die Königin der Liebe. Und wir haben gedacht, es muss doch jemanden geben, der das verkörpert hat. Das muss es doch geben. Aber eigentlich waren es ganz, ganz viele. Aber wir beschränken uns heute auf eine, die etwas ganz, ganz Besonderes war. Ja? Aber auch die Germania hatte eine Freundin, das war die Italia. Und wie man hier auch sehen kann, standen die sich sehr nah. Und es war auch nichts Schlimmes, dass früher Frauen lesbische Neigungen hatten. Kannst du dazu was sagen, warum das so war? Das liegt daran, dass die Frauen sich das, was sie bei den Männern nicht bekommen haben, die Zuneigung dann mit Frauen sozusagen erlebt haben. Die Liebe. Warum? Weil die Männer früher sehr im Ego waren. Oder eigentlich pures Ego. Es gab natürlich auch Männer, die ein Herz hatten, so wie der Mann von der Frau, die wir euch jetzt zeigen möchten. Ja? Aber eins haben wir noch. Alle Videos von Brina und mir basieren auf diesem Bild hier. Ja? Da seht ihr ein Mädchen und ihre Eltern. Ist auch so aus dieser Zeit, aus der wir so sprechen. Es war ja alles in dieser Zeit, mehr oder weniger. Und alles beruht, wie gesagt, auf diesem Bild, was Brina irgendwo im Regal bei sich gefunden hatte. Ja, da hat es damals schon Klick gemacht. Und deswegen darf ich euch jetzt einladen. Und zwar zeigen wir euch jetzt, um wen es hier geht. Ja? Und zwar ist es gibt eine eigene Quelle von ihr, der Elisabethenbrunnen. Jetzt habt ihr es bestimmt schon erraten, es geht um die heilige Elisabeth. Jetzt denken bestimmt manche, oh, eine heilige, ja. Wieder eine heilige. Uninteressant, mache ich aus, ist nicht spannend. Hm. Was kannst du sagen, was jetzt alles kommt, dass wir sie schon mal so grob drauf, dass sie sich schon mal drauf einlassen können, was sie hier erwartet jetzt gleich? Also nach diesem Video werdet ihr ganz sicherlich aus einer ganz anderen Perspektive diese heilige Elisabeth betrachten. Die an viel mehr Orten auftritt, wie ihr euch vorstellen könnt. Und die hatte eine ganz besondere Beziehung. Also, ist eigentlich fast unfassbar. Ja? Wir wollen euch jetzt erstmal kurz die Welt der Elisabeth kurz vorstellen und dann, was alles dazugehört. Ja, die Patronin, sie heißt Elisabeth von Thüringen, Hessen. Das Hessen steht ja meist nicht dabei, ja? Wird aber auch Elisabeth von Ungarn genannt. Richtig. Das hat einen anderen Grund, den nennen wir nachher, wenn wir von ihr was, ja, kurz vorlesen möchten, ja? Und hier lese ich nur ganz kurz raus, aber ihr könnt hier schon mal sehen, hier ist die Wartburg mit drauf. Ja? Die Wartburg wird noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Wir waren ja selbst schon da, oder ich. Ganz kurz zu ihrer Liebe zu Ludwig. Ja, also das war eine wahre Liebe, das kann man rauslesen, wenn man sich mit ihr beschäftigt. Ja, es war eine Liebesheirat. Es ist ganz wichtig, dass es da steht. Ja?
Hier steht eigentlich schon kurz drin, um was es geht, aber da gehen wir im Detail drauf ein, weil es eigentlich viel so wichtig ist. Was aber noch wichtig ist, wir können kurz mal sagen, was sie für eine Frau war. Sie war eine Frau, die alles für die anderen Menschen gegeben hat. Und wenn ich sage alles, meine ich alles, weil sie kommt aus reichem Hause. Selbstlos. Ja. Und was sie dafür alles hat ertragen müssen, das werden wir euch hier vorstellen. Und welche Verbindung es zu jemand ganz, ganz Bekannten gibt, also vielleicht dem Bekanntesten überhaupt, möchten wir euch gleich nahebringen. Aber erst möchten wir euch kurz in die Familie von Elisabeth einführen. Auch wenn jetzt viele Namen fallen, aber es ist wichtig. Ja, das hier ist der Thronsaal in der Wartburg. Ja, dort hat Elisabeth zeitweise gewohnt. Kam aber mit dem ganzen Adel da nicht klar. Da gibt es gleich einen kleinen Auszug, damit ihr ungefähr wisst, was da so los war. Eigentlich müsste man ein Stück zurückgehen. Ja. Sozusagen, als sie 3 Jahre alt war. Oh ja. Da wurde sie nämlich von dem sogenannten Königshaus aus Ungarn vermarktet, verkauft oder wie man es nennen mag, an das Königshaus Thüringen. Es war ja früher so üblich, dass die jungen Mädels schon versprochen waren, den auch noch jungen Prinzen sozusagen, die dann später, also die Kinder sind dann auf die jeweiligen Höfe, wo sie hin versprochen wurden, schon mit 3, 4 Jahren gebracht worden, wurden dort vor Ort erzogen, wurden dann gleich in die Königsgeschichte rein erzogen. Und ja, das war bei Elisabeth auch der Fall. Und dann, also nicht nur bei Elisabeth, das ging ja vielen Kindern, Mädchen so. Ja, und dann war es dann so, dass sie eigentlich dem Hermann versprochen war, aus dem Hause Thüringen. Der verstarb dann aber früher als gedacht, also vor der Hochzeit. Ein Jahr später verstarb dann auch dessen Vater. Somit blieb dann nur noch der Ludwig, der Bruder Ludwig und sein Bruder Heinrich Raspe bis hierher erstmal. Er hatte noch mehr Geschwister, der Ludwig. Die zeigen wir gleich. Also sollte ja, nachdem der Hermann gestorben war, die Elisabeth wieder zurück ins Königshaus Ungarn geschickt werden. Das kam dann aber nicht zustande, weil der Ludwig sich in die Elisabeth verliebt hatte und umgedreht genauso. Was auch gut so war. Ja. Also wir hatten jetzt hier die Wartburg, den Königssaal. Es gibt auch Zimmer von ihrem Zimmer. Bilder. Bilder auch, ganz viele, und zwar Mosaiks, so eins wie dieses hier. Das waren ihre Hofdamen sozusagen. Isentrud und Irmingard. Das waren ihre Hofdamen, ihre Gespielin, das kann man auch so sagen, aber die waren ganz, ganz eng vertraut, weil die damals genau wussten, wem sie vertrauen konnten und wem nicht, weil sie das schon fühlen konnten und andere eben nicht. So, um ganz kurz einen Einblick zu bekommen, lesen wir aus diesem Buch vor, was Brina schon lange im Regal hatte und wir das nie beachtet hatten, bis wir uns um die Germania gekümmert haben. Ja? Sie liest jetzt mal kurz vor von Seite 53. Es begann wie eine alte Sage. Ein mächtiger Zauberer erschien in Eisenach am Fuße der Wartburg und gab dem Landgrafen Hermann I. und seinen Sängerfreunden, darunter mögen Walter von der Vogelweide, Wolfgang von Eschenbach und Heinrich von Weldecke gewesen sein, folgende Prophezeiung: Ihr sollt wissen, fürwahr, dass meinem Herrn, dem König von Ungarn, eine Tochter geboren wird in dieser Nacht. Es wird Elisabeth genannt werden und eine Heilige werden. Sie wird dem jungen Fürsten des Landgrafen Sohn zum Weibe angetraut werden und durch ihr lobsames, heiliges Leben soll die ganze Welt getröstet werden und besonders dieses Land. Geradezu entsetzt. Bevor du jetzt weiterliest, das war jetzt die Eingebung, die sie bekommen hat. An was erinnert uns das? Nur mal so im Hinterkopf behalten, wenn jemand gesagt wird, du bekommst das Kind der Kinder. Ja? Mal im Hinterkopf behalten, weil es wird eine wichtige Rolle gleich spielen. Jetzt einen kurzen Auszug, wie es so am Hof da auf der Wartburg
unter den Adligen so, ja, was er so Alltag war. Lesen wir vor. Geradezu entsetzlich ist die Ausnützung des geistlichen Amts für die ungeistlichsten Zwecke, die Begünstigung des Aberglaubens, weil er Geld einträgt, aus dem gleichen Grund die Häufung von Messen, die Forderung von Geldzahlungen als Satisfaktion und nun gar der Missbrauch des Beichtstuhls zu einer Schule der Unsittlichkeit für die Unschuldigen. Ganz vergessen aber scheint, dass das geistliche Amt ein Dienst am Müheseligen und Beladenen ist, sie zum Frieden der Seele zu führen. Und welche Vorstellung von der sittlichen Haltung zahlreicher Priester gewinnt man aus den Erzählungen des Caesarius? Kurz, Caesarius ist ganz wichtig. Könnt ihr mal die Serie Victoria gucken? Die Victoria von England, war ja auch eine Deutsche, war ja auch in Deutschland. Gibt es irgendwann ein extra Video dazu? Diese Geschichte ähnelt sich so dermaßen, weil Caesar auch um sie rum geschwänzelt ist. Das war alles in derselben Zeit und nicht irgendwie 2000 Jahre vorher. So. Und jetzt werdet ihr gleich an Daten sehen, dass das alles in einer Zeit war. So. In ihnen ist der liederliche Priester fast eine stehende Figur. Kein weibliches Wesen ist von der Geilheit der Kleriker sicher. Die Nonne schützt nicht ihr Stand, das Judenmädchen nicht ihre Nationalität, die Stiefmutter nicht die Scheu vor dem eigenen Vater, Mädchen und Ehefrauen, Dirnen und adlige Damen sind gleich bedroht. Jeder Ort und jede Zeit ist zur Unzucht recht. Der eine treibt sie auf freiem Feld, wenn er zum Filial geht, und der andere in der Kirche, wenn er Beichte hört, der eine in einem Kloster und der andere in einem Judenhaus. Wer sich mit einer Konkubine begnügt, erscheint beinahe als ehrbar. Doch war die Unzucht nicht die einzige Sünde, die man an den Priestern tadelte. In jedem Wirtschaftshaus konnte man zechende und spielende Kleriker finden. Bald sah man sie mit den Bauern zusammen, bald mit dem Glöckner oder dem Sakristan. Es kam vor, dass sie selbst ihr Priestergewand verspielten. Andere machten sich verächtlich und verhasst durch ihre schmutzige Geldgier. Sie ließen sich die Absoluten bezahlen. Die Absolution bezahlen, trieben das Kollektieren wie ein einträgliches Geschäft und verschmähten es auch nicht, Wuchergeschäfte zu treiben. Dazu die weit verbreiteten Klagen über den Mangel an Bildung unter dem Klerus. Viele Priester konnten nicht predigen. Andere wurden zum Gespött der Leute, indem es selbst beim Zählen allerlei Anstöße gab. Ist es zu verwundern, dass die Laien von nichts lieber sprachen als von den Fehlern der Kleriker? Man erzählte die... Was? In wollsten reden. Genau, die der und jener im Munde führte. Dies sind einige Fälle, die Albert Haug aus einer großen Fülle belegter Quellen benennt. So, das ist nur ein kleiner Auszug, da stehen noch ganz andere Sachen drin, vor allem was mit Elisabeth auch gemacht wurde. Wichtig ist hier zu wissen, man muss unterscheiden zwischen Klöstern und Kirchen. Klöstern waren die Frauen. Ich habe ja schon mal gesagt, die Frauen haben auch das Bierbrauen erfunden, Kräuterkunde und so weiter, ist klar. Und in den Kirchen, die wurden okkupiert und da waren dann die Priester drin, die natürlich aus ihrer Sicht gesprochen haben und nicht aus der Sicht der Schöpfung. Das werden wir auch gleich alles noch sehen. Ganz wichtig. So. Wir haben ja gesagt, sie war auf der Wartburg und wir sind uns aber noch nicht ganz sicher, weil hier gibt es auch noch eine Wartburg und zwar in Wiesbaden. Ja, das ist jetzt Staatstheater. Deswegen nichts drauf geben, ob es da oder da war. Wir sehen in dieser Geschichte sowieso sehr viele Ungereimtheiten. Sehr, sehr viele. Entweder ist es nicht geklärt oder vieles davon stimmt auch gar nicht. Wir möchten es trotzdem euch versuchen näher zu bringen, weil das ganz wichtig ist, auch zum Erwachen. Können wir das so sagen, ne? So, das war ihr Mann, ja, Ludwig von Thüringen. Dieses Bild allerdings hier halte ich nicht für real. Es gibt noch viel bessere Bilder von ihm, außer die hier, ja. Da geht es zum Beispiel darum, wie Ludwig sich von Elisabeth verabschiedet hat, bevor er in den letzten Kreuzzug ging, bei dem er starb. Ja? Es muss beiden so wehgetan haben. Wir dürfen nicht vergessen, ja, der war wahrscheinlich im Krieg. Und warum? Ihr wisst, was hier los war. Die haben aber für das Gute gekämpft, so wie bei Robin Hood oder wie auch immer. Ja? Es ist immer dieselbe Geschichte. Man muss dazu sagen, als er sie verlassen hatte, als sie sich verabschiedet hatten, war sie ja schon
mit dem letzten Kind schwanger. Mhm. Mit Gertrud. Mhm. Ja. So. Weil es gibt so Überschneidungen, das werden wir noch öfters heute sehen. Es gibt da Ludwig IV, der Bayer. Ja. Also, ja. Gibt verschiedene, wie gesagt. Ja. Das ist einer, das ist einer, das ist einer. Nur kurz zu sagen, ihr Mann, ob das der Bayer war oder wer auch immer, weil Bayern kommt gleich auch noch ins Spiel, deswegen gibt es da Parallelen. Es gibt ja auch einen in Frankreich beispielsweise, ja. Frankreich gab es ja nicht. Es sind ganz viele erfundene Könige hier, ganz, ganz viele. Ganz wichtig, ganz viele Personen wurden erfunden. Es liegt ja an uns auch rauszufinden, wie es denn jetzt wirklich war. So, um mal zu zeigen, was, um was es ging in den Kreuzzügen sozusagen, ja. Es war eigentlich immer weiß gegen rot. Elisabeth hat auch was ganz Wichtiges gesagt. Nee, da kam eine Frau zu Elisabeth, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich das gelesen habe. Die hat zu ihr gesagt, Elisabeth, liebe Elisabeth, bitte hilf mir, dass ich einen Mann finde, der mich liebt, der mich ehrt und umgedreht genauso. Aber eins darf er nicht haben, einen roten Bart. Ja, also Rotbärter. Und wer die sind, wer dazugehört, kommen wir gleich dazu. Auf jeden Fall waren es auch, und es ist alles nachweisbar und belegbar, Osmanen, also Türken. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das ist keine Verurteilung, gar nichts. Überhaupt nichts. Nur, wenn es jetzt Deutsche gewesen, hätte ich auch gesagt, das waren Deutsche. Ja, ich meine, im Endeffekt waren es auch welche, weil die haben gar nicht so weit weggewohnt, alle. So, dann sieht jetzt ihre Mama, da kannst du was sagen. Gertrud von Andechs, ja. Sie wurde ja, glaube ich, nicht gerne gesehen. Nee, weil das Resultat war ja das hier. Das Resultat war, dass sie zerstückelt wurde, genau. Und eventuell auch enthauptet wurde. Da gibt es ja so eine schöne Geschichte mit dem Schädel. Die kommt noch. Es kommen noch ein paar skurrile Geschichten aus der damaligen Zeit, wie mit den Frauen umgegangen wurde. Es ist eigentlich nichts anderes wie heute gewesen, ihr Lieben. Wer nicht zur Gesellschaft gehört hatte, nur damals war das wohl immer gang und gäbe, dass man dafür direkt getilgt wurde. Gab ja auch. Naja, wir kommen noch zu den internen Dingen. Ja, wir wollen euch nur mal kurz vorstellen, wer die Familie ist. Wolltest du noch was sagen zu ihr hier? Zu dem Stammbaum von der Gertrud wollte ich eigentlich noch was sagen. Ich weiß nicht, ob du das Bild mit rein. Den Stammbaum habe ich irgendwo, der kommt noch. Gut, dann machen wir das später. Gut. Jetzt ist ganz aktuell, vor kurzem erst gekommen, ja, gab es ungarischen König Andreas II, das ist also der Vater von Elisabeth, ja. Aber ich sage das nur, weil das sieht mir eher nach einem Massengrab aus, weil hier was steht. Ganz wichtige Zahl, 1222 musste er die goldene Bulle ausstellen, die zu einer wichtigen Quelle der ungarischen Verfassung wurde. Er beschränkte die königlichen Rechte und Vorrechte, beschädigte die Grundrechte kleiner Landbesitzer und Adliger, garantierte Gerechtigkeit für alle, versprach eine Verbesserung der Münzprägung und gewährte den Adligen das Recht, dem König zu widersprechen, wenn er gesetzeswidrig handle. Mhm. So, haben wir das heute auch so? Nein, haben wir nicht. Also er war dafür. Es ist ganz wichtig, dass es da steht. Wir müssen noch sagen, sie hieß ja auch Elisabeth von Ungarn. Aber wenn du das in Englisch oder in den anderen Landessprachen liest, heißt es ja Hungary. Weil Elisabeth hatte keinen Titel. Sie hat den Hungernden geholfen. Deswegen Ungarn. Ganz wichtig. So, hier hast du den Stammbaum. Genau. Da kommt jetzt erstmal die Wittelsbacher ins Spiel. Genau. Und die Meranier können auch die Marianen sein. Ja? Meranien, Kroatien. Kroatien spielt auch eine wichtige Rolle, ja, obwohl das noch gar nicht gab damals. Genau, wie Istrien, das war ja vorher alles, ja, da waren ja einzelne Stämme, die ja dann durch gewisse Kreuzzüge zusammengeführt wurden, damit man sie halt besser handeln konnte. Und ja, also nur um einfach mal aufzuzeigen, dass da ja schon einige Namen vertreten sind, die ja hier nachher auch wieder eine Rolle spielen, wenn dann noch gewisse andere Personen dazukommen. Und es dürfte auch jedem auffallen, dass 90% der Namen immer deutsch sind. Immer deutsche Namen. So, das war ihr Sohn, Hermann von Thüringen, ist auch jung gestorben. Ja, die sind ja damals alle jung gestorben, ja, komischerweise. Ja, man sieht hier, das war ein ganz, ganz edles Kind. Also, wie nennt man das?
Wenn du dir viele historische Bilder anguckst, und da kommen ja noch einige, manche sind potthässlich oder können nicht lachen oder ziehen Fratzen oder was auch immer, ja? Ja, das deutet immer auf eine ganz andere Linie. Ganz genau. Hin. Ganz genau. Die, auf die Linie kommt alles noch, ihr Lieben. Bleibt geduldig, geht noch länger. Jetzt geht es erstmal um die Familie, ja? Warum habe ich das noch mit rein? Habe ich da was markiert? Ich habe das mit rein, weil fast alle Bilder, die ihr hier seht, kommen nachher noch vor. Ja, vor allen Dingen die hier. Ja, hier ist zum Beispiel aus der Wartburg. Ne, das ist nicht aus der Wartburg, aber schaut mal, was sie für sie gemacht haben. Da seht ihr, was das für eine geniale Frau war. Obwohl die eigentlich nie so gekleidet war. Die hat immer darauf Wert gelegt, das Älteste anzuziehen, was sie hatte, weil sie hatte auf diesen Prunk geschissen. Weil die hat immer gesagt, die haben es den anderen geklaut, das kann ich nicht annehmen. Sie hat auch nichts gegessen, weil das meiste aus Raubzügen war. Ja? Jetzt denken viele vielleicht, wieso hat sie so einen Mann gehabt? Also der Mann, wie gesagt, die haben sich geliebt. Aber damals musstest du, wie heute auch, du musst doch deine Familie verteidigen. Ja? Familie verteidigen, und wenn du nicht das gemacht hast, was eigentlich Vorgabe war, von oben sozusagen, also von den Eltern dann bist du auch mal ganz schnell ausgelöscht worden, damit der Nächste dann den Thron besteigen konnte. Genau. So war das ja anscheinend auch mit seinem Bruder. Der ist ja dann vorzeitig gestorben, konnte ja Elisabeth nicht mehr heiraten. Und danach ist ja ein Jahr später der Vater gestorben. Und der Bruder, Heinrich Raspe. Die kommen noch, Schatz, nicht alle auf einmal. Und Ludwig wären dann die gewesen, die dann noch da gewesen wären als Thronfolge. Die Linie wurde übrigens ausgelöscht. Muss man dazu sagen, ne? Das hatten wir ja gefunden. Ja? Wir haben ja am Anfang das Bild, die Herring des Ringes. Deswegen habe ich den Ring von ihr mit rein, weil da steht, der legendenumwobene Ring der heiligen Elisabeth von Thüringen aus dem 13. Jahrhundert soll gesprungen sein, als Elisabeth die Nachricht vom Tod ihres Mannes erhalten hat. Wenn ich sowas höre, muss ich sofort dran denken, was ist passiert damals, als Jesus ans Kreuz kam. Ich nehme jetzt mal die Geschichte, und er gestorben ist. Ich nehme mal nur die Geschichte. Es geht ja um das Sinnbildliche darin. Sind ja im Tempel die Vorhänge zerrissen und ich glaube auch Mauern eingestürzt. Da ist also was passiert in diesem Moment. Wenn etwas Gravierendes auf der Welt geschieht, hat es immer mit dem Unwetter oder was da ist zu tun. Immer. Da kann man nicht sagen, es interessiert mich nicht, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Es hat ja eine Auswirkung, das wollte ich damit sagen. Ich hatte eigentlich den Ring jetzt noch hier, sehe ich gerade. Vielleicht muss ich draufklicken. Nee, das ist es nicht. Doch, hier ist er. Das ist aber ein anderes Bild, genau. Das ist ihr Ring. Ja. Ganz unspektakulär. Hat mich natürlich auch wieder an die Filme erinnert. Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün. Ja? Geht ja um die Ringe immer. So. Wenn ihr so ein Kreuz irgendwo seht, ja, könnt ihr immer davon ausgehen, dass dort Heilige gelaufen sind. Und weil an diesem Kreuz ist auch was Besonderes, die haben unten immer so einen kleinen Schrein drin für eine kleine Kerze, weil die heiligen Frauen bescheiden waren. Die meisten Kreuze sind weiß, es gibt natürlich auch viele aus Sandstein und es spielt auch keine Rolle, ob da jetzt ein Jesus dran ist oder nicht. Achtet immer nur drauf, ob so ein kleiner Schrein drin ist, dann könnt ihr davon ausgehen, da sind Heilige gewandelt. Und wenn ihr dann mal schaut, wer da so gewandelt ist, werdet ihr nicht so viel finden. Wenn ihr jetzt große googelt, da gibt es ein paar Wege, aber das ist bei Weitem nicht alles, wo sie jemals gelaufen sind. Ja? Und deswegen gibt es ja diese ganzen Jakobswege und so weiter. Und da kommen wir gleich dazu. So, ihr Lieben, wir gehen jetzt zurück zur Wartburg. Was da alles stattgefunden hat, das wollen wir jetzt mal versuchen, so einigermaßen zu erzählen. Und ich hoffe, bei einigen wird es Klick machen. Weil das wird jetzt gleich im nächsten Bild schon sehr interessant werden. Da haben wir nämlich gefunden, dass Maria Elisabeth besucht hat. Das steht sogar in der Bibel. Ja, damit ist sie gemeint. Das Interessante dabei ist, beide waren schwanger. Sieht man auch hier rechts auf dem Bild. Und der Text kommt gleich. Ja,
Also dann wird irgendwo mittendrin wird er kommen, aber ich sage ihn schon mal, falls er doch nicht drin ist. Hier sieht man es auch gut. Moment. Und das ist ja wieder wie bei der Germania und der Italia. Ja, die haben sich ja auch sehr, sehr gerne. Ja, sieht man ja hier auch. Ihnen wurde gesagt, Maria wird den Jesus bekommen und ein halbes Jahr vorher soll wer geboren werden? Johannes. Welcher Johannes? Der Täufer. Da ist jetzt aber irgendwo ein Widerspruch, weil wenn es doch heißt, Johannes der Täufer hat schon getauft und hat den Herrn oder Jesus angekündigt, wie kann es dann sein, dass sie gleichzeitig schwanger sind? Ja, also mit einem halben Jahr, also wenn du ein halbes Jahr alt bist, kannst du eigentlich noch nicht auf den Beinen stehen. Und man sieht auch hier im Bauch, ja, jetzt, die sind eigentlich schon ziemlich gleich groß. Und ganz interessant, einer hat einen Heiligenschein, anderer hat das Kreuz hinten dran. Das bedeutet für mich, einer hat einen Jungen, einer hat ein Mädchen. Oder das bedeutet, dass das ein Zeichen dafür ist, dass die beiden Frauen diejenigen sind, um die es hier überhaupt geht. Er zeigt ja auch nach oben, deswegen haben wir das Bild auch am Anfang immer, diese zwei Finger nach oben, zwei Finger nach oben. Ja? Jetzt werden die Ärzte schon mal geschockt sein, wie, was hat die mit Maria zu tun? Ja? Also Elisabeth aus Düring-Hessen hat Johannes den Täufer angeblich geboren. In ihrer Vita steht kein Johannes der Täufer natürlich nicht drin. Da steht Hermann, wer steht noch drin? Hast du es gerade? Die Kinder, Hermann, Sophia und Gertrud. Ja. Wobei bei manchen, also nicht überall stehen drei Kinder, sondern es steht auch mal, da fehlt halt auch mal einmal die Gertrud. Ja. Und Sophia ist ja auch bekannt, ne? Der Name. Ja, also Namen sind Schall und Rauch. Also wir sagen mal, sie hat Johanna geboren und nicht Johannes. So, dann haben wir das gefunden. Das ist sogar, glaube ich, aus Lukas. Ja, steht auch da. Für die Datierung des Geburtstags gibt es einen doppelten Grund. Elisabeth, die Cousine der Jungfrau Maria, war im sechsten Monat mit Johannes schwanger, als der Engel Gabriel ihr die Geburt Jesu ankündigte. Der Tradition nach liegen Jesus und Johannes damit genau ein halbes Jahr auseinander. Im Johannesevangelium sagt der Täufer, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der Täufer sagt es, also Johannes. Und das hat auch einen Grund, warum er das sagt, weil komischerweise, werdet ihr nachher mitbekommen, wird Elisabeth das Essen verweigern und wird abmagern. So, und wenn jemand abgemagert ist, wie sieht Jesus am Kreuz aus? Abgemagert. Abgemagert. So. Wir bringen jetzt hier vielleicht viel durcheinander, aber eigentlich auch nicht. Ja? Es geht um die Sommersonnenwende und die Wintersonnenwende. Es gibt ja einen Grund, warum es den julianischen Kalender gab, der dann auf den gregorianischen Kalender umgeswitcht wurde. Jo. Jo. Früher hat sich ja alles nach dem Mond gerichtet, die Zeitangaben. Und danach hat sich's nach der Sonne gerichtet. Mhm. Ausschlaggebend für das alles war eigentlich dieses Bild hier. Das ist vom Elisabeth-Altar, der normalerweise in Marburg hängt, zufällig jetzt aber in Frankfurt ausgestellt wird. Und Frankfurt hat da auch noch eine wichtige Rolle, da kommen wir auch noch dazu. Wir erklären mal das Bild. Ja? Also oben rechts, Gabriel verkündet Maria die Geburt. Oben links. Oben links, Entschuldigung. Ja? Dieser Gabriel, den finden wir aber hier wieder, ja, als Georg den Drachentöter oder Erzengel Michael, nenn ihn wie du willst. Wir werden nachher auflösen, wer das ist. Ja, ich habe es nämlich gefunden. Hier begegnet Maria Elisabeth. Hier unten bekommt die Maria ihr Kind. Auf dem Bild zuvor sieht man noch den Bauch, aber nur bei ihr. Ne? Bei der, auf hier, der anderen Seite bei der sieht Maria. Man keinen Bauch. Nee, hier sieht man keinen. Also wir wissen nicht genau, was an der Geschichte ist. Wir erzählen sie aber trotzdem mal so, wie sie da geschrieben steht. So, also, sie bekommt den Jesus von Elisabeth und dem Sohn, sieht man hier drüben aber. Aber man sieht eindeutig, dass der Sohn ein Mädchen ist. Gehen wir erstmal weiter zu dem Bild. Nach der Geburt sieht man ja in dem nächsten Bild die heiligen drei Könige. Genau. Oder Königinnen. Königinnen hatten wir auch schon das Thema. Ja, dann haben wir hier unten Marias Tod. Achso, das ist Maria. Marias Tod. Moment, Marias Tod. Wie kann denn Maria gestorben sein direkt nach der Geburt? Ist ja nicht direkt nach der Geburt.
Gut, sie ist sehr, sehr klein. So, aber jetzt sieht man ja eigentlich, dass das gar nicht Maria ist, weil sie hat den weißen Schleier auf dem Kopf. Das ist hier oben auf dem anderen Bild auch zu sehen bei der Elisabeth, wie sie die schwangere Maria umarmt. Somit kann das hier unten rechts auf dem Bild eigentlich nur die heilige Elisabeth sein, um die es hier auch geht. Mhm. Oben drüber haben wir eine Krönung, die Krönung der Maria. Dann, da sieht man es auch wieder hinten dran, er hat ein Kreuz und sie hat kein Kreuz. Daran sieht man männlich oder weiblich. Hier unten nochmal auf dem Bild, an dem Grab von Elisabeth, das kann jetzt eigentlich nicht Ludwig sein. Hat aber das gleiche an, sozusagen, wie die Maria. Und sie hält das Kind im Arm. Ist es jetzt ihr Kind von Maria oder ist es das Kind von Elisabeth? Ist es vielleicht Gertrud? Oder Johanna, Johannes. Oder so. Wie auch immer. Ja. Dazu möchte ich jetzt mal einen Text vorlesen. Ja, da gibt es nur Auszüge aus diesem Buch, aber was da steht, ist wirklich enorm wichtig. Willst du lesen? Oder? Von wo? Von und? Ja. Und es verging kein Tag, der nicht die Landgräfin Elisabeth in den Hütten Heimgesuchter fand. Seiner traurigen Klapper nicht achtend, ging sie auf ihn zu. Die Zeichen der furchtbaren Krankheit standen auf seinem Gesicht. Die lumpenverhüllten Füße warnten. Gab es noch einen Menschen, der seine Nähe nicht floh? Der Ausgestoßene lag vor Elisabeth auf den Knien. Durch sein wehes Weinen hörte sie Worte lallen, die sie nicht verstehen konnte, weil auch die Zunge krank war. Umsonst legte sich seine Hand vor den armen Mund, um den üblen Geruch zurückzuhalten, der mit dem Atem ihm entstieg. Dieser da reitet mit uns, Guda. Guda zitterte vor Elisabeths Beginnen. Sie half dem Kranken auf das Tier, das Elisabeth wieder bestiegen hatte, und ritt dann neben ihr auf Umwegen zur Burg zurück. Mit Gudas und Isendruths Hilfe trug sie den Aussätzigen über selten begangene Treppen in ihre Gemächer. Selber ließ sie ihm die Pflege zuteilwerden und sie verließ ihn erst wieder, als er nach wohltuender Waschung in bester Linnen gehüllt auf dem Bett eingeschlummert war. Die Nacht war hereingebrochen. Elisabeth kniete vor dem Tabernakel der Kapelle. Das Antlitz war das einer Entrückten. Die Lippen bewegten sich nicht im Gebet, kein irdisches Wort legte sich mehr in ihr Gespräch mit Gott. Es war dies zu der Stunde, da Heinrich den Landgrafen in das Gemach führte, wo der Aussätzige schlief. Entrüstung in jeder Gebärde trat er ihm voran zum Lager hin und hob das Linnen, welches das entstellte Gesicht verhüllt hatte. Ludwig trat nahe an das Bett, sein Blick ruhte in tiefem Erbarmen auf dem Aussätzigen. Plötzlich schlug er die Hände vor das Gesicht und fiel in die Knie. Was Ludwig während eines Augenblicks länger gesehen hatte, das war nicht mehr der in Linnen gehüllte Kranke, sondern ein armer, zermarteter Körper mit durchbohrten Händen, durchbohrten Füßen, mit blutüberströmtem Antlitz. So, an was erinnert uns das? Weil es gibt noch ein wichtiges Bild von Elisabeth. Ist auf derselben Seite, und zwar dieses hier. Elisabeth festig begleitet beim Besuch des Kaisers und der Gekreuzigte im Ehebett. So, jetzt frage ich, wen lässt du in dein Bett? Deine Kinder noch. Aber einen Fremden lässt du nicht in dein Ehebett, da gibt es ein Gästebett. So, jetzt ist die Frage, wenn sie Johannes den Täufer geboren hat, wie kann das sein, dass sie einen Gekreuzigten ins Bett legt? Und damals waren die Kreuzigungen gang und gäbe, muss man dazu sagen. Aber es ist schon ein Zufall, dass sie den ins Ehebett legt. Es gibt noch was Schönes dazu. Oder sagen wir mal so, es gibt ja auch diese Sagen oder Geschichten von Stigmatas. Ja? Wenn man sich genug einbildet zum Beispiel oder tief drin ist, dann kann das schon passieren. Das ist schon richtig. Nur denke ich, dass das hier eine ganz andere Bewandtnis hatte, weil Jesus ja zu dieser Zeit noch gar nicht geboren war. Er war ja noch in Maria, die sie besucht hatte. Also kann es gar nicht Jesus selbst gewesen sein. Und zumal ja sich die ganzen Geschichten über Elisabeth mit den ganzen Wunderheilungen
die sie vollbracht hat, die ja eigentlich aus der Geschichte von Jesus ist. Ja, hier heißt es Elisabeth versus Jesus. Ich kann auch dazu sagen, Elisabeth hat nachweislich, und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wo die waren, sie hat Briefe geschrieben, wo alles drin steht. Es gibt Berichte über ihre Wunderheilung, die sind wirklich gut hinter verschlossenen Türen. Wie viel waren es insgesamt, beurkundete? Erst hieß es 106, dann kamen noch weitere, also so insgesamt 130 Interviews wurden geführt mit den jeweiligen Betroffenen. Ja. Wo Wunderheilung geschehen ist, genau. Selbst am Grab, als sie gestorben ist, sind doch Menschen geheilt worden von jetzt auf gleich. Dann haben wir noch die Elisabeth von, es gibt ganz viele Elisabeths übrigens, wir haben jetzt nur mal die wichtigsten. Die Elisabeth von Reute heißt auch die gute Beth, die gute Beth. Und die hat komischerweise auch so ein Bild, wo sie einen toten, lebenden, toten, also ich meine lebenden Körper, also man sieht ja, der soll ja echt sein, bei sich trägt. Ja? Die hat auch einen eigenen Brunnen übrigens. Und sie ist sogar aufgebahrt, da habe ich nachher noch Bilder, in der Kirche in Reute, die gute Beth war das. Und komischerweise hat sie dasselbe, ja, was mich wundert, dass sie dasselbe hier macht wie Elisabeth und ihn lieb hat. Und sie hat hier auch eine Dornenkrone auf, ja, ganz wichtig, für was steht die Frau? Was hat Elisabeth gemacht? Es gab ein Rosenwunder. Ja. Ja. Also Elisabeth war für die Kranken und Armen zuständig, sie hat morgens und abends einen Rundgang gemacht, vor der Wartburg, um die Wartburg, um einfach den Menschen zu helfen. Die immer aus dem Wald kamen? Die immer aus dem Wald kamen, genau. Und sie war hoch angesehen, wie sagt man, in der unteren Kategorie, würde jetzt der Obere, der sich über uns stellt, sagen. Ja, und sie hat ja ein Leben nach Gottes Glauben sozusagen geführt. Nach dem Gott im Alten Testament, das müssen wir dazu sagen, weil das Neue kann noch gar nicht geschrieben worden sein, da Jesus noch gar nicht geboren war. Oder in dieser Zeit geboren wurde. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Und das sieht man auch an ganz vielen Aussagen von ihr, wenn sie über Gott spricht. Sie glaubt auch an einen rachsüchtigen Gott, aber sie ist so demütig, so ehrwurfsvoll gewesen, so gottesfürchtig. Sie hat das alles trotzdem auf sich genommen für die Armen und denen alles genommen wurde. Das ist eigentlich ein Knackpunkt bei dem Ganzen, wenn man sieht, was sie alles erduldet hat und war immer trotzdem fröhlich, egal wie es ihr ging. Ja? So, jetzt kommen wir hier zu ein paar wichtigen Bildern. Die sind zufällig auch in Frankfurt im Städel. Ja? Dieses Bild hier der hat eigentlich den Johannesstab in der Hand und da ist auch immer eine Fahne dran. Ich dachte früher, das ist das englische Kreuz, aber es geht auch ums Rote Kreuz. Das wird nachher noch eine Rolle spielen. Und wenn du die Bilder weiter durchschaust, ja, man sieht einen Heiligenschein, den nur Frauen haben. Nicht vergessen, den haben Frauen, Männer haben ein Kreuz hinten dran. Ja, und abgemagert sieht sie er auch aus. Ja, alles über sich ertragen lassen, hier schon Blut überströmt. Das heißt ja in der Bibel, wenn du eine, auf gut Deutsch gesagt, gescheuert bekommst, halt die andere Wange auch noch hin. Genau. Ja, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das gehört nicht dazu. Oder Taten. Genau. Nur um das mal zu versinnbildlichen. Also es gibt Elisabeth Pfade. Ja? So, da muss man erst dazu sagen. Ja. Ich habe hier noch was zum Vorlesen. Ja, bitte. Mit Schaudern lesen wir, bezeugt von guten Dokumenten, dass sie die eitrigen Schweren der Leprosen, also Lepra, Leprosen küsste, um in radikaler Askese die Ekelschwelle in sich selbst zu überwinden. Um sich restlos von der Welt abzuwenden, verzichtete sie auf den eigenen Willen und gab sich in gänzlichem Gehorsam in die Hand ihres Seelenführers und Zuchtmeisters Konrad von Marburg. Als letztere und schwerste Tat überwand sie die Mutterliebe zu ihren Kindern und gab sie von sich. Sie schwor, ihre eigenen Kinder fürderhin nicht mehr zu lieben als alle anderen Kinder. Reinhold Schneider wertete diesen fast selbstzerstörerischen Akt so: Sie war so sehr Mutter aller und immer der Erniedrigten, dass sie Mutter ihrer Kinder nicht mehr sein konnte.
Schmerzhaft vollzog sie an sich das Christuswort. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Ja, und allein dieser Satz, du sollst alle lieben und nicht einen mehr oder einen weniger. Da, man hätte es auch falsch verstehen können, so von wegen, oh, sie gibt ihre Kinder ab, sie liebt sie jetzt nicht mehr. Aber dabei es sind ja noch andere Kinder auf dieser Erde, die ihre Hilfe brauchen. Und sie hat sie ja in Klöster abgegeben. Da geht es ja auch einmal um das Kloster Altenheim, wo entweder Sophie bzw. Gertrud auf jeden Fall dort hingebracht wurde. Und da hieß es wohl auch, es wäre das Altenberg, ich glaube in Thüringen, was wiederum aber eigentlich nicht wirklich sein kann, weil es gibt Zeugenaussagen und die halt besagen, dass das Altenberg in der Nähe von Wetzlar war. Das ist praktisch in der Mitte von dem Weg von Marburg nach Frankfurt, wo sie regelmäßig ihre Kinder besucht hat. Ja. In Frankfurt gibt es übrigens das, ich glaube, da haben wir noch einer was, die Frauenkloster, und das ist auch lustig, sie hat ganz viele Klöster gegründet übrigens. Wie sie es gebaut haben damals, kann ich euch heute immer noch nicht sagen, warte ich immer noch auf die Antwort. Ist ja natürlich, ist klar, dass sie in Frankfurt war und welche Spuren sie auch hinterlassen hat, das zeige ich euch auch noch nachher. Hier geht es aber auch darum, wir fragen uns, warum der Weg nach Köln blau ist. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, ich habe nichts, aber auch gar nichts rausgefunden über Elisabeth in Köln oder auf dem Weg dahin. Wenn ihr was habt, schickt uns das bitte, dann können wir das ins nächste Video mit einbauen, damit wir das hier vervollständigen können. Genau. Der Elisabeth-Pfad, also der Weg von Frankfurt Richtung Marburg, der, da gibt es gewisse Zeugenaussagen. Also zum, ja, ich weiß, was du sagen willst. Jetzt wird es spannend, ihr Lieben. Jetzt wird es spannend. Man fragt sich ja immer, wieso etwas so ist im Leben oder warum einem dies und jenes begegnet. Ich kam vor kurzem wieder zu der Erinnerung, die ich als Kind in mein Gedächtnis eingepflanzt bekam, aber mir dessen im Laufe meines Lebens überhaupt gar nicht mehr bewusst war. Erst seitdem wir hier an diesem Thema recherchieren, ist mir dann aufgefallen, beziehungsweise fielen mir dann die Worte ein von dem damaligen Ortsvorsteher. Wie gesagt, ich war noch ein jüngeres Mädel und der Ortsvorsteher, der war sehr stolz darauf, jedes Mal, wenn er die Geschichte von der heiligen Elisabeth erzählt hat, die bei uns durch den Ort gewandert und nicht nur gewandert ist, sondern sie hat sogar bei uns regelmäßig übernachtet in dem Ort. Zufälligerweise ist es das Haus gegenüber dem Haus, in dem ich groß geworden bin. Also so viel zu Zufällen. Und es gibt sogar zwischen meinem Elternhaus und dem Haus, wo sie einkehrte, jetzt mittlerweile ein Mini-Heimatmuseum, ich schätze mal so 30 Quadratmeter. Ja, also wie gesagt, die... Da ist ja noch was passiert, da ist ja noch ein Wunder passiert. Ja, auf dem Weg sozusagen Richtung Wetzlar ist sie ja ein paar Orte weiter, hatte sie einmal Stopp gemacht und hat die Windeln von ihrer, also kleinen Tochter, ich gehe von Gertrud aus, hatte sie gewechselt und hatte sie ausgewaschen und hat sie zum Trocknen auf einen Rosenbusch gehängt. Und als sie fort war, entstand auf einmal ein wunderprächtiger, wunderschöner Rosenbusch. Also er fing an zu blühen wie verrückt, was ja sehr verwunderlich war. Also es hat ein Zeichen, sie hat ein Zeichen hinterlassen. Das führe ich zum Beispiel wieder auf das wirkliche Rosenwunder zurück. Vielleicht gab es auch mehrere. Aber das ist eins von Mund zu Mund weitergetragen. Richtig, das ist das Wichtigste. Ist von Generation zu Generation weitergegeben und das hat für mich Hand und Fuß. Also das war ja dein Wappen von deinem Ort, ne? Ist auch spannend, unten hast du 12 Kreuze und das Größte ist das 13. Ja, das sind 13 und wenn du aber 12 und die 5 Barren hier zusammennimmst, hast du die 17, sind wir bei Q. Ja, wir gehen heute gar nicht so auf die Zahlen ein, wir möchten euch nur... ganz 17. viel aufzeigen. 17 ist auch gleichzeitig die 8, ist meine Lebenszahl. Auch noch. Auch noch. Ist sie nicht am 17. November gestorben? Ja. Auch noch, am 17. November gestorben, genau. Und am 7., an einem 7. ist sie geboren. Ja. So, ihr Lieben, ihr habt sie von der Wartburg, wir sind jetzt in der Wartburg eigentlich auch drin, ihr habt ja gehört, da war ja noch jemand Bekanntes und das war der Luther. Und der ist auch an Orte vorbeigekommen, wo sie auch war.
Das ist jetzt nur ein kleiner Weg hier, es gibt ja einige von ihm, ja. Aber warum ich den Luther hier erwähne und welche wichtige Rolle der meiner Meinung nach spielt, möchte ich euch jetzt gleich mal zeigen. Nur, dass ihr schon mal wisst, dass der Luther auch in der Wartburg war. Und da steht jetzt Lutherweg 1521, ja. Und Elisabeth hat auch in dieser Zeit gelebt, auch wenn da 1221 steht. So sehe ich das auf jeden Fall. Das zeige ich euch gleich mal, nicht den ganzen Bericht, aber Luther hat auf Frankfurt geschimpft, ja. Und ganz wichtig, er war auf der Rückreise von Worms und übernachtete einmal in Frankfurt im Haus zum Strauß. Eigentlich steht hier unten in der Bethmannstraße. Bethmannstraße ist schon mal ein Hinweis, dass hier irgendeine Bete war, vielleicht von den drei Beten, oder Elisabeth war ja auch hier, ja. Und hier hat zum Beispiel Luther gesagt, ich habe die Hoffnung meines Evangeliums nicht auf euer Frankfurt gesetzt. So, wieso sagt er meines und nicht das Neue Testament? Wir haben da so ein paar Vermutungen, ja. Ich will noch ein bisschen weiter gucken bei Luther. Schließlich verliert der Papst die Geduld und verfasst eine Bannbulle gegen Luther, in der er den Wittenberger Theologen exkommuniziert und damit aus der Kirche ausschließt. Luthers Schriften werden öffentlich verbrannt. Öffentlich. Ich sag euch was. Ob das mit dem Verbrennen, ob das mit Luther zu tun hat, bin ich mir nicht so sicher. Aber wenn ein Geistlicher aus der Kirche ausgeschlossen wird, und wir müssen ganz klar dazu sagen, was wir rausgefunden haben, es gab immer weibliche und männliche Päpste. Ja? Später wurde ja der Papststuhl eingeführt. Es gab immer beides. Und anhand von den Taten, die die Päpste getan haben, könnt ihr genau sehen, auf welcher Seite sie standen. Ja? Warum haben sie das gegen Luther gemacht? Der war doch so toll, der hat doch die 95 Thesen da an die Wand genagelt. Vielleicht war das aber auch jemand ganz anderes, da kommen wir gleich dazu. Ja? Und dann habe ich mal geguckt, wie lange hat er gebraucht, um die Bibel zu schreiben. Ja? Hier steht zum Beispiel 12 Jahre. Ja? 12 Jahre. Weil in einem weiteren Bericht oben im ersten steht, er brauchte 11 Wochen. Also, ich frage euch mal ganz ehrlich, haben wir die Bibel hier? Ja. Hier, wenn du sowas hier schreibst, ja, handgeschrieben, aber eigentlich sieht das auch nach einem Druck aus. Auch da wird jetzt wieder Gutenberg ins Spiel kommen, lassen wir jetzt aber mal. Wie lange dauert sowas? Wenn wir an so einem Video hier nur hängen, an so einem läppischen Video, hängen wir 5 Wochen daran. Und der hat es in 11 Wochen geschafft oder in 12 Jahren? Vor allen Dingen, wenn es ja noch gar kein Neues Testament gab, hat er entweder das Neue geschrieben oder es wurde auf der Wartburg geschrieben. Das ist auch möglich, von wem auch immer. Ich meine, Elisabeth war auch da mit ihren Tofen, nenne ich es mal. Früher war es ja so, dass die Frauen nur geschrieben haben eigentlich. Ne? Richtig, die Männer konnten gar nicht schreiben. Genau. Und zu Luther kommen wir nochmal zurück. Das hier war das Lutherzimmer in der Wartburg. So, wenn jemand in der Wartburg war, die ist so mega, mega, also die haut euch um von der Einrichtung her, von der Schönheit. Ambiente. Und das Zimmer hier, selbst das Bild da hinten sieht nicht mal aus wie Luther, er hat ja einen Vollbart, ist wieder sehr südländisch, ist total runtergekommen. Ja, dann heißt es, man lässt den alten Flair und so weiter. Das wird eher zu Elisabeth passen, weil die so gelebt hat. Die wollte nichts mit dem Prunk zu tun haben, gar nichts. Hat sie überhaupt nicht interessiert. Bescheiden. So sieht's aus. Ja? So. Da frage ich mich eigentlich, wo kommt denn das Wort bescheiden her? Nur so am Rande. Ja, auch wurde nicht auch, es gibt doch irgendein Land noch, wo die Frauen auch beschnitten werden, als Kind, die Kinder. Ja. Ja? Und es gibt auch noch Länder, wo sie in jungen Jahren vermarktet werden. Noch, nicht mehr lang. So, und von Luther gibt es ja eigentlich auch nur ein Bild. Ja, es gibt, also wenn du so willst, 3 Bilder. Es gibt das hier, das sieht schon wieder ganz anders aus. Macht aber nichts. Aber das finde ich viel interessanter. Ja, dieser Luther hier, der ist ziemlich abgemagert. Und das passt auch zu der Geschichte, zu dem Konrad, zu dem wir gleich noch kommen, weil die haben auch immer so einen schwarzen Deckel hier auf, ja, die, um die es geht. Das hier war sein bester Freund. Der sieht schon eher so aus wie der eben, ja. Und wenn ich euch das Bild hier zeige, die haben sich als Mönche verkleidet, waren aber keine. Das ist ganz wichtig, weil die Mönche eigentlich Frauen waren. Später auch Männer, ja. Aber er hat sich hier verkleidet und deswegen hat er den Deckel auf, damit man es nicht sieht. Das war sein bester Freund, sieht jetzt auch nicht wie der nette Mann von nebenan aus, mit dem er angeblich die Bibel geschrieben hat.
Wieso kommt. Ach so. Wir haben ja gesagt, das gehört alles zusammen, ne? Also, die Elisabeth hätte Johannes den Täufer geboren. Da kommen wir nachher nochmal dazu, weil er wurde ja geköpft. Aber mich hat er hier interessiert auf dem Bild, weil er sieht auch sehr wie Luther aus. Können wir nochmal vergleichen, ja? Also den hier. Und den hier. Ja, ist eine gewisse Ähnlichkeit da. Nur mal so, Johannes der Täufer geköpft. So, dann kommt noch, wir gehen jetzt mal zu dem Konrad, was Brina vorhin vorgelesen hat, der ihr Mentor war und ihr Züchtiger und Peiniger auf der Burg. Der hat mehrere Namen. Der hier ist, heißt Konrad von Thüringen oder auch Konrad Raspe. Und Konrad Raspe ist wer in ihrer Ahnenreihe? Der Onkel, ne? Das ist der Schwager von Elisabeth. Der eifersüchtige Schwager von Elisabeth, der auch geil auf den Reichtum war, der natürlich sauer war, dass er nicht auf dem Thron war. Der ja auch sie als verpetzen wollte und es ihm überhaupt nicht gefallen hat, dass sie praktisch die königlichen Güter an die armen Menschen verteilte. Also sprich, sie wandelte es in Geld um, beziehungsweise nicht in Geld, sondern in Lebensmittel. Also das, womit man dann auch was anfangen konnte. Genau. Der heißt ja zufällig Konrad, ja? Der hier, das ist Heinrich Kramer, hat auch so Aussehen her wie Luther. Das ist der, der den Hexenhammer geschrieben hat. Die Hexenverfolgung, die Verbrennung und. Da gibt es so viel, kommen ja auch noch dazu. Und hier sieht man ihn auch wieder als Mönch verkleidet. Und das Buch heißt zufällig Der Inquisitor. Martin Luther wurde vom Papst beauftragt, beziehungsweise Konrad wurde beauftragt, dass er päpstlicher Inquisitor ist, richtig? Ja. So, dann kommt aber auch noch Bonifatius ins Spiel. Bonifatius wird überall als der deutsche, der Fürsprecher der Deutschen, der deutsche Held gefeiert. Komischerweise sieht man aber bei Bonifatius 1, hier ist er auch als Priester verkleidet, und fällt die Donnareiche, den Lebensbaum. Und es gab ein blutiges Opfer. Es gibt ein Schlachtopfer, wie aus dem Alten Testament. Wenn ihr Bonifatius googelt, gibt es nämlich zwei verschiedene. Es gibt auch einen, der steht vor dem Mainzer Dom mit dem Dolch in der Bibel. Der sieht aber wieder ganz anders aus. Nur hier ging es mir darum, dass der hier mit seinen Predigern hier hinten, die auch wieder als Mönche verkleidet sind, weil Mönche machen sowas nicht. Ja? Das erinnert mich aber irgendwie an Apostel, wenn sie ihm doch da alle folgen, ja? Dazu wirst du gleich was vorlesen, wenn wir erstmal gucken, wer das überhaupt ist. Weil wir glauben, dass das alles eine und dieselbe Person ist. Nämlich der hier. Und von dem findet ihr nichts. Der Konrad von Marburg. Das ist der Mann, der Elisabeth sozusagen dauergequält hat. Ja, es heißt, sie lebte freiwillig in Askese und sie hätte sich freiwillig verstümmelt und geschlagen. Borderline gestört wäre sie gewesen. Das ist ja auch das Gleiche, was in der Psychiatrie dann sozusagen immer diagnostiziert dann wird. Aber im Grunde genommen war es genau umgekehrt. Also, von diesem Konrad von Marburg, der als Inquisitor vom Papst persönlich Inquisitor beauftragt wurde, hat was ganz anderes gemacht. Ja? Nämlich, ich denke eher, dass er das hier geschrieben hat, oder Luther oder wer auch immer. Aber alles ist die gleiche Person, auch hier dieser Bonifatius, ja, Namen sind Schall und Rauch. Hier ist hier, das ist der Bonifatius hier von Mainz zum Beispiel, ja. Dolch in der Bibel hat schon seinen Grund. Aber eigentlich geht es darum, der Typ hat nicht nur Elisabeth gezüchtigt, sondern der ist zum Papst gegangen und hat das erzählt. Der hat so geschwärmt, auch vom alten Gott, vom Testament, er möchte die Leute bekehren und dann ist er. Garantiert war er das oder Luther oder Bonifatius, es war eine und dieselbe Person, mit seinem Gefolge wahrscheinlich, ja, die waren vielleicht auch zusammen da. Die haben die Inquisition, die Hexenverfolgung in Deutschland vorangetrieben. Und jetzt passt mal auf, was über Konrad im Buch steht. Ja? Ich weiß nicht mehr, wo es ist an der Stelle. Ich hatte es doch markiert. Ach so, ja. Über Konrad steht etwas im Buch, was er gemacht hat. Das hier? Ja. Sicher ist, dass er Priester war und den Magistertitel erworben hatte. Gekauft. Kennen wir das nicht? Gekaufte Titel? Ja.
Caesarius von Heisterbach. So, ganz kurz, Caesarius, hier taucht er wieder auf. Caesarius findet ihr in der Serie Victoria, die exakt fast dieselbe Geschichte erzählt. Victoria hat das auch alles abgelehnt. Und Victoria war auch im Taunus unter anderem, war ganz schön in England, ja. Und von Heisterbach ist genau das Kloster, wo ich mit erwähnt war, wo Jesus Maria auf diesem Kreuzweg in Mosaiksteinchen in Blau sind. Nur mal so nebenbei. Und diesen Cäsar erkennt ihr immer, wenn er einen goldenen Lorbeerkranz aufhat. Meistens glatzköpfig. So, weiter. Caesarius von Heisterbach, der ihn persönlich gekannt hat, sah ihn so. Auf einem kleinen, unscheinbaren Maultier durchzog Konrad predigend fast ganz Deutschland. So, Moment. Sag nochmal den letzten Satz, lest den nochmal vor. Auf einem kleinen, unscheinbaren Maultier, ist das ein Esel? Ja. Durchzog Konrad predigend fast ganz Deutschland. So, ist das nicht verwunderlich? Kennen wir diese Geschichte nicht, dass jemand predigt auf dem Esel auch durch Jerusalem, Bethlehem, Deutschland gelaufen ist? Das heilige Land? Die haben die ganze Geschichte, was er gemacht hat, umgedreht auf einen Jesus, weil, wieso hieß es immer, der Heiland kommt bald, der Heiland kommt bald. Woher wollt ihr das denn wissen? Das ist mal das Erste. Woher wollt ihr das wissen? Dass er kommt und wenn hier jemand inkarniert, der hier Gutes tut, garantiert nicht mit Peng Peng und Blam Blam, weil der möchte im Ruhigen das tun. Die Liebe geben. Mhm. Das heißt, die Jesusgeschichte wurde so erfunden, meiner Meinung nach, und das hier ist passiert, die Inquisition, es ist das Gegenteil passiert. Und hier steht es auch, Konrad von Marburg, der Inquisitor in Deutschland. So ein Mensch, der so bekannt war, von dem gibt's nur ein Glasbild, wo man nicht mal weiß, ob er das überhaupt ist. Ja, könnte es vielleicht doch Luther gewesen sein. Der ist auch predigend durch Deutschland. Mhm. Hast du noch was? Nee, das war's, ne? Doch, hier geht's noch weiter. Aha. Hier stand noch, unzähliges Volk beiderlei Geschlechts folgten ihm durch die Lande nach, angezogen von seinen Lehren und Worten und auch von den Ablässen, die er an manchen Orten gewährte. Jener Konrad von... Er hat Ablässe gewährt, ja, beiderseitig. Hat wahrscheinlich genommen und hat auch gegeben, wie ein gütiger Mensch, der den Armen was gibt, aber eigentlich war es sowieso nicht sein Geld, weil das war alles von Elisabeth. Das ist ja heute wie nicht anders, ne? Dann machen wir da mal ein bisschen was teurer, dann zwacken wir es da ab, damit man denkt, ach ja, das ist ja, sie kommen uns entgegen, sie sind gnädig zu uns. Und wenn sie was brauchen, dafür gibt es die Reptilienfonds, die kommen auch noch vor nachher. Jener Konrad von Marburg besaß keine weltlichen Güter, obgleich sie den weltlichen Klerikern nicht verboten waren. Er bemühte sich auch weder um Einkünfte noch um eine Pfarre oder irgendwelche Würden. Er hielt sich in strenger Zucht. Ja, sein Körper war von langem Fasten und viel Arbeit zugerichtet und ausgemerkelt. Oder Peitschen. Er hat sich ja selbst gepeitscht. Ja, dann passt aber auch das eine Bild hier wieder, wo wir dann hier Luther hier so sehen, abgemagelt. Ja, also nichts Luther, Konrad ist das. Ja, ja, und dann in manchen Filmen, dann sieht man ja, ich weiß nicht mehr, welcher Film das ist, wo dann ein Mann, der in der Kirche sozusagen Priester ist, dann ins Hinterstübchen geht und sich erstmal selbst peitscht. Ja. Ah ja, im Da Vinci Code. Ach, das war Da Vinci Code. Ja, ja, war Da Vinci Code. Ja, was hat das mit Liebe zu tun? Gar nichts. Nix. Weil auch in dieser Zeit ist hier die Kirche und die Hexenverfolgung, ja, hier steht zwar, macht euch nichts aus den Zahlen von 1484, macht euch nichts aus den Zahlen, weil hier ist er wieder. Heinrich Gamer, Dominikanermönch und späterer Autor des Hexenhammers, hatte den Text von sich aus nach Rom geschickt. Also Rom ist unserer Meinung nach damals Mainz und Köln, aber Hauptsitz Mainz gewesen, ja, um die päpstliche Bestätigung gebeten. Damit hatte er nun die offizielle Erlaubnis zur Hexenverfolgung. Erfolg hatte Heinrich Kramer mit seinem Vorhaben, aber nicht überall. Er wurde natürlich auch ein bisschen, es gab natürlich auch Bauern, die ihm hinterher sind, aber wie gesagt, wer nicht hören wollte, muss fühlen, ja, ganz wichtig. So, ja, wie gesagt, Bonifatius ist für mich auch, weil es gibt den hier, ja, der sieht anders aus wie der hier oder er hier, ja. Ich glaube, es gibt eigentlich nur ein Bild, wo ich sagen könnte, mit dem können wir uns identifizieren. Wenn überhaupt, der hier. Ja, wenn überhaupt. Ja. Aber wer das Kreuz predigt, also das Kreuz ist ja auch wieder das Sinnbild. Es kann auch ein Schwert sein, weil die Elisabeth zum Beispiel, wenn überhaupt, sieht man sie nur mit so einem Stab hier. Ja. Nur mit so einem Stab, nicht mit dem Schwert.
So, das hier war der Papst, der das verordnet hat, ja? Papst Gregor X. Wenn du beim Papst dieses auf dem Kopf siehst, das tragen die ja gar nicht mehr, das erinnert immer sehr an Bienenkorb, oder Bienen, wie heißt das, Bienenbaum? Stock. Nee, Bienenstock, genau, Stock. Dann kann man eigentlich davon ausgehen, weil du siehst auch hier am Handzeichen wieder die zwei Finger, wie auf Elisabeths Büste am Anfang, dass es wahrscheinlich eine Frau war. So, jetzt dürft ihr nicht vergessen, die haben alle nach dem Alten Testament gehandelt, ja, das heißt, wenn da einer hinkommt, der scheinbar sagt, er geht hier Gottes Wort verteilen und macht aber das Gegenteil oder sucht sich das aus, was ihm gefällt, deswegen hat der Luther auch gesagt, sein Evangelium, waren die natürlich auch alle ein bisschen leichtgläubig, ja, weil hier steht auch, er förderte die Orden der Franziskaner und Dominikaner, was Frauen waren, aber bekämpfte Heretiker durch die Inquisition. Ja, vielleicht haben die sogar erzählt, das Gegenteil ist der Fall, dass sie dass er dachte, dieser Konrad tut Gutes und hat genau das Gegenteil getan, ja. Und vielleicht kam erst später raus, was er da getan hat, oder vielleicht stecken die an einem Hut, das ist alles nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es so passiert ist, ja. Hier unten kannst du alles lesen, Verbrennung, Scheiterhaufen und, dann kommt das Heilige Römische Reich ins Feld rein. Hattest du noch was? In Bezug auf Konrad. Ja, Konrad, darfst du mal vorlesen nochmal. Ja, also da gab es ja die Geschichte, dass da sie da irgendwie irgendwas angeblich laut Konrad falsch gemacht hat. Also sie ist so nicht zur Beistunde gekommen einmal. Ach, so war das. Ja, und dafür wurde dann sie und ihre Zofe dann auch ausgepeitscht, wobei ja dann längere Zeit zu spüren war. Also die Peitschenhiebe... Da unten steht's, ganz unten. Irmgard sagte... Sie sagte, sie habe noch 3 Wochen die Spuren der Schläge gehabt und Elisabeth noch länger, weil sie heftiger gezüchtigt worden sei. Nachher habe die selige Elisabeth sich ihr gegenüber geäußert. Wir müssen solcherlei gern hinnehmen. Es ist mit uns wie mit dem Schilf, das im Fluss wächst. Schwillt der Fluss an, so wird es hinuntergedrückt und neigt sich. Das Wasser fließt darüber, ohne es zu brechen. Hört die Überflutung auf, richtet sich das Schilf wieder empor und wächst mit seiner Lebenskraft lieblich und schön. So müssen wir uns bisweilen beugen und demütigen, um uns danach lieblich und schön aufzurichten. Bemerkenswerte Worte. Ja, und das ist so passiert und deswegen passiert jetzt heute das Gegenteil. Jetzt dürfen wir uns alle aufrichten, ihr Lieben, alle. Aufstehen und Krönchen richten. Da kommt der Spruch her, von Elisabeth, genau. Ja, man muss aber noch dazu sagen, es gibt auch Menschen, die können Schmerzen ignorieren, dieses Programm ausschalten. Das ist ja wie mit der 40 Tage Askese. Wenn du Askese machen musst, also weil dich jemand zwingt, dann verhungerst du in den 40 Tagen. Wenn du aber den Willen dazu hast und das durchziehen willst, du kannst sogar das noch bis länger als 40 Tage durchziehen. Mhm. Hier ist auch schon von Jahren die Rede gewesen. Dann schaffst du das auch, wenn das dein eigener Wille ist. Es geht hier immer nur um deinen eigenen Willen. Ja, und das ist der freie Wille, was viele nicht verstehen, der freie Wille. Ich habe in deinen Willen nicht reinzureden, das musst du selber entscheiden. Ich habe dir nichts aufzuerlegen. Richtig. Und wer, aus welchem Stamm kommen die denn, die anderen, nennen wir es mal? Weil es gibt einen kuriosen Stamm, das sind die Habsburger und die tragen komischerweise denselben Deckel. Wenn ihr euch mal die Gesichter anseht. Das fängt ja schon bei der Elisabeth an. Wenn man nach der heiligen Elisabeth sucht, hat man unten dann weitere Einträge, wo dann der Übergang gar nicht mehr, oder wo man erst später merkt, hups, das ist jetzt auf einmal die Queen Elizabeth, die mit der heiligen Elisabeth rein gar nichts zu tun hat. Ja, und da kommt auch noch die nachher ins Spiel. Die Habsburger, die haben sich auch bei Sissi eingemischt. Zu Sissi kommen wir auch noch, spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Ja? Ihr seht, wie verwoben das ganze Thema ist. Man sieht auch an diesen Bildern, die sind nicht gut gemalt. Ja? Wenn man sich alte Bilder anguckt, die sehen ja aus wie richtige Drucke manche. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber die hier. Ja? Ich frage mich sowieso, ob es sie überhaupt gab. Ja? Und man sieht sie ganz oft hier mit so einer Halskrause. Und oft siehst du in Kirchen dann in der Mauer irgendwelche Steinsärge oder Steinplatten, die haben immer diese Dinge auf. Ja? Das erinnert mich wieder an die Dracula-Geschichte. Ja? Weil die Dracula selber wurden ja auch gebissen. Die wurden ja dann erst zum Dracula, ja. Und wenn wir sehen, was so hier rumgeverleuchtet ist und denken an die Reptilienforce hier, also eigentlich haben die alle das gleiche Gesicht. Und das war ja auch so, es heißt ja, Elisabeth kommt aus dem Hause
kommt aus Ungarn, Elisabeth von Ungarn. Da steht ja nicht, sie kommt, Elisabeth, aus dem Königshaus Ungarn. Ja, genauso wenig steht bei Thüringen, aus dem Königshaus Thüringen, weil es meines Erachtens keine Königshäuser waren. Sie waren Fürsten, sie waren halt nur mal die reichsten von den allen vor Ort jeweils, also von reicher als die Bauern, sagen wir mal so, oder der reichste Bauer, wie man es auch nennen mag. Aber im Grunde genommen, ich habe so das Gefühl, dass dann, weil ja dann diese Verschmelzung dann kam, wo man sich dann gedacht hat, die heilige Elisabeth, und wenn jemand an heilige Elisabeth denkt, denkt er, oder viele denken dann an die Queen Elizabeth, was aber, ja, diese Vermischung wieder darstellt. Da können wir vielleicht kurz nochmal zeigen, wer vor der Queen denn lange Königin von sogenannten England war. Ja? Ja? Also, das ist auch nur, es gibt zwei. Also, sie zeigen uns die hier, die war es aber garantiert nicht. Es gibt immer zwei. Ja, immer zwei. Es gibt beide Seiten. Die war es nicht. Ja? Sondern die hier war es. Ja? Und wenn ihr die Queen Victoria, das war die dienstälteste Queen nach der Queen, nach der Elisabeth. Ja? Aber wenn ihr guckt, wo die war, die haben wir heute gar nicht mit hier drin, ne? Werdet ihr euch umschauen. Ja? Ja, das Lustige ist, im Taunus gibt es ja einen Victoria-Weg, der noch nicht so richtig Sinn ergibt. Da kannst du kurz, können wir reingehen, ja? Wir haben ja Zeit, ja? Hier ist sie auf einmal nur noch Kaiserin, ja? Stirbt in Kronberg, 1901 übrigens, ja? Daher auch der Viktoriaweg, der um die Ecke ist. Richtig, auch ein heiliger Weg sozusagen. Weil hier heißt sie auch Victoria von Großbritannien, ja? Ist alles Käse, alles Käse. So, weiter im Text, ihr Lieben. Es sind ganz viele verschiedene Themen, scheinbar, aber es gehört eigentlich alles zusammen. Und wie gesagt, für uns war das wirklich eine Mammutaufgabe, das alles ein bisschen einigermaßen in Reihenfolge zu bringen, was aber schier unmöglich ist. Und wir können nicht mal alles erwähnen, was wir wissen darüber. Ja? Wir möchten euch nur die wichtigsten Dinge, die man dazu in Verbindung bringt, die möchten wir euch zeigen. Und hier habe ich was ganz Wichtiges gefunden. Ja? Gedenktag der Heiligen Elisabeth am 19. November in Österreich. Und dann scrollst du hier runter. Und dann steht hier, das Haupt der Heiligen Elisabeth ist bei den Elisabethinen in Wien zu besichtigen. So, Deutschland wurde von Österreich oder umgekehrt getrennt. Und das hier ist sinnbildlich. Der Kopf liegt in Österreich. Und hier liegt der Torso wohl. Und das, selbst der soll verteilt sein überall. Ja? Warum machen sie das? Und die andere Seite ist, wen hat sie geboren? Johannes den Täufer. Warum wurde sie denn geköpft? Kann sich jeder mal die Frage stellen. Ja? Jeder selber recherchieren. Wie gesagt, dieses Thema ist so umfangreich. Wir selbst sind froh, wenn ihr das Video heute fertig habt. Wenn ihr dazu Impulse habt, bitte schickt uns die. Es wird auf jeden Fall, also garantiert, noch einen zweiten Teil geben. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Wir hatten ja am Anfang, oder ziemlich am Anfang, dass Elisabeth und Maria sich getroffen haben. Und dann ist mir das nie aufgefallen. Das ist im Frankfurter Kaiserdom. Hier liegt Maria. Hinten sieht man auch Kinder übrigens, ja. Da sieht man kleine Kinder. Hier sieht man eine Frau weinen. Das ist, soll ja natürlich dann, wer soll denn das sein, lieber Maria? Jesus oder was? Wer soll das sein? So, warum liegt die in Frankfurt im Dom? Und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr irgendwo noch ein Maria-Schrein so findet, wo eine Frau so aufgebahrt ist. Es gibt nur einen einzigen, der kommt dann auch gleich. Der ist sogar gar nicht so weit weg, aber da geht es um jemand anderes. Die hat aber einen sensationellen Namen, die da kommt. So, das ist der Maria-Schrein. Und der ist sogar in Marburg, ja, wo sie ja war, ganz wichtig, dokumentiert. Hier, Meister des Frankfurter Maria-Schlafaltars von 1434. Die Tiefe 107, nur mal so nebenbei. So. Und Elisabeth von Thüringen hat auch so einen Schrein, ja? Komischerweise, ja? Ihr könnt ja mal schauen, von wem ihr sowas findet. Von wem ihr Heiligenschrein findet, wo die Frau tot im Bett liegt. Nicht schlafen, die ist wahrscheinlich da tot. So, weil dann kommen wir wieder zu dem Bild hier, was wir am Anfang hatten, wo sie sich getroffen haben. Ah, hier ist er nochmal größer, ja. Das ist der in Marburg von der Elisabeth. Hat er keinen Kopf mehr hier? Guck mal, da fehlt doch der Kopf. Da fehlt der Kopf, ja. Mhm. Schaut mal nebendran. Ein einziger, nee, da ist noch jemand.
Es sind noch ein paar hier. Ja. Da haben sie die Köpfe abgemacht. Das kennt man ja. Warum sie nur... Wenn das nicht mutwillig wäre, wären alle Köpfe kaputt oder eine Seite ganz kaputt. Da sieht man, aber die sind mittendrin kaputt gemacht worden, ja, um irgendetwas zu vertuschen wohl. Mhm. Und guck mal, wer hier am Bett steht. Ja? Der sieht ja aus hier wie der Konrad, ne? Von Marburg. Ja. Genau, der hat ja auch nach ihrem Tod dafür gesorgt, dass sie heilig gesprochen wird, was sie ja nicht wollte. Sie hat, wollte ja keinen Schatz besitzen, keine Güter. Sie wollte eigentlich, dass alle Menschen so sind. Ja? Und wichtig, was ist nach ihrem Tod passiert? Nach ihrem Tod gab es auf einmal überall Kaiser, Könige, Landgrafen, Landär, wie hieß sie noch, Erz, sonst irgendwas. Und alle haben sich gegenseitig gekrönt oder selbst, steht sogar in den, wenn du zu irgendeinem König oder Kaiser gehst, die haben sich selber gekrönt oder wurden vom Nepfe, Vater, was weiß ich, gekrönt und haben sich dann die ganzen Ländereien untereinander verschenkt. Die Dörfer, warte, erst waren es ja hier 12 Stämme, sagen wir mal, oder wie viele Stämme auch immer, 7, 9, 12, egal. 5, keine Ahnung. 5. Also ich weiß, dass der Ludwig ja schon Ländereien hatte, Sachsen, Thüringen, Österreich unter anderem, hast du das alles Osterland, ich glaube schon. Osterland und Hessen. Und aufgrund dessen, weil der Ludwig, also ihr Mann, ja ihr Vormund war, weil sie ja noch minderjährig war in dem Sinn, und der ja dann, ja, der ist ja dann in den Kreuzzug, ne? Der ist ja dann dem Kreuzzug gefallen und somit ging sozusagen das Witwenerbe erstmal an den Konrad. Das heißt, sie hat eigentlich gar nichts davon bekommen, sondern es ist an den nächsten Vormund weitergegeben, den Konrad. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das denn sein, dass auf einmal der Konrad der Vormund ist? Und also normalerweise ist das doch in der Erbfolge anders geregelt. Es geht ja nach der Erbschaft, ja. Und dann sind wir darauf gekommen, dass ja der Konrad von Marburg, Martin Luther, wie auch immer, auch der Bruder vom Ludwig ist, Konrad von Thüringen. Sprich, aufgrund des Todes von Ludwig hat er ja dann sozusagen die Ländereien bekommen. Und dann hat sich ja noch die Tante von Elisabeth eingeschaltet, die sie ja dann zu dem Onkel gebracht hat. Ich glaube, der war auch Priester oder irgendwas. Der hat dann dafür gesorgt, dass die Elisabeth überhaupt was aus dem Witwenfonds sozusagen bekommt. Und ja, nach ihrem Tod war es ja dann so, dass der Konrad die Vollmacht über alles hatte. Er aber damit eigentlich nichts anfangen konnte. Und daher hat er sie dann krönen lassen, also heilig sprechen lassen. Nach ihrem Tod? Nach ihrem Tod bei Papst Gregor. Da wurde ja dann die Krönung eingeleitet. Da gab es ja einige Zeitzeugen, die da einiges niedergeschrieben haben. Aber verblüffend war für mich dann diese 2 Kronen, eine echte und eine mehr oder weniger unechte. Wir haben nachher noch eine Krone. Also wurde sie mit der echten gekrönt, zeitgleich, aber mit der anderen, die vor Ort war, wurde jemand anderes. Weil es gab immer 2, ja. Heilig gesprochen, beziehungsweise... Nicht heilig, die dürfen ja... Nicht heilig. Die dürfen nicht heilig gesprochen werden, die wurden gekrönt. Genau, ja, wurden dann gekrönt. Ja? Und der Konrad hatte ja irgendwie auch irgendwelche Vollmächte, dass er, wie du ja schon gesagt hast, den König oder wen auch immer nicht darum fragen muss, sondern er einfach freie Hand hatte. Ja, ja, er konnte frei entscheiden. Genau. Und die Reliquien sind in alle Welt verteilt worden. Ja, hier ist es nochmal der Schrein, der jetzt in Frankfurt ist. Ja? Also aufgrund der Krönung, der Heiligsprechung der Elisabeth, ging dann eigentlich auch zeitgleich das ganze Hab und Gut von ihr an die Kirche. Ist auch interessant, das Datum 1330, weil das passt dann auch wieder ins Jahr, was nachher noch gezeigt wird. So, jetzt mal der Bezug zu Frankfurt. Ja? Frankfurt gibt es das Hessendenkmal. Da liegt ein erschlagener Löwe. Ja, gibt es auch eine schöne Geschichte dazu. Und hier oben sieht man auch wieder den Bock, den wir vorhin gesehen haben, wo der heilige Bonifatius die Donaueiche gefällt hat. Und es gibt ja keine Zufälle, wie ihr wisst. Ich sage immer, schaut euch mal bei euch um. Und da ich hier in Frankfurt eine Mammutaufgabe habe, zeige ich euch mal, wo das ist. Ja? Aber lustig, eben auf dem Bild war noch, das sah aus wie ein UFO. Das hier oben drauf, wie ein Schild, UFO, ja. Aber das ist auch so, das hier oben sieht so aus, wie die Osmanen auf dem Kopf hatten. So ähnlich, das hier. Ja. Ja? Ist auf jeden Fall kein Römerschild, ist viel zu groß. Viel zu groß. Später wurden ja dann Pickelhauben draus. Ja, Pickelhauben, genau. Das wurden dann die Preußen. Bei dem Erbe, da war ja noch was.
mit dem Erbe, das war auch ganz wichtig. Und ich muss mal gucken, hier. Also es war so, wir haben ja schon gesehen, dass der verstorbene Landgraf Ludwig, der hieß ja auch der Fromme, seinen Blick und Tatendrang, weil er hat ja alles befürwortet, was Elisabeth gemacht hat. Er hat sie unterstützt in allem. Jetzt geht es um ihren Mann, nicht um Konrad. Ne? Ganz genau, um das ist der Mann. Bruder. Der Ludwig ist der Bruder. Ludwig der Fromme seinen Blick und Tatendrang nach Osten ausgerichtet hatte. Wir erinnern uns, dass ihm kaiserliche Gnade die Eventualbelehnung der Marken Meißen und Lausitz erteilt für den Fall, dass Ludwigs Neffe, also von seiner Schwester Jutta das Kind, Heinrich der Erlauchte, so nannte er, wurde er genannt, vor ihm sterben sollte. Aber die Belehnung ging noch weiter und erstreckte sich auf das Land Preußen, soweit es erobern könne. Soweit er es erobern könne. Erobern können. Ja, ist wichtig. Genau. Jetzt ist wieder die Frage, damals gab es noch gar kein Preußen, als Maria und Elisabeth gelebt haben. Merkt ihr, wie wir verarscht werden? Ja, hier steht noch, außerdem hatte das thüringische Landgrafenhaus schon immer gute Beziehungen zum Deutschen Orden gehabt. Den Deutschen Orden hat übrigens Elisabeth mitgegründet. Könnt ihr selber mal schauen, was der Deutsche Orden ist? Ja, hier stand nur Landgraf Hermann I., Schwiegervater der Elisabeth, wohnte im Jahre 1198 der Gründung des Ordens in Akon bei. Gut, das haben wir jetzt nicht geguckt, wo Akon ist. Nee. Ich zeige euch jetzt nochmal, wo das Hessendenkmal ist, weil, wie gesagt, Elisabeth war in Frankfurt. So, hier ist das Hessendenkmal und nebendran ist der Beth-Beth-Mann-Park, ja? Und der wird auch Garten des himmlischen Friedens genannt. Viel mehr will ich jetzt hier gar nicht zeigen. Hier ist St. Peters. Ihr werdet auch immer, hier ist Christuskirche, alles in der Nähe. Ihr werdet auch immer finden, Peter und Paul, die Namen. Die werden euch immer wieder begegnen, Peter und Paul. So, und es gibt noch eine Bethmannstraße und die ist genau dort, wo in Frankfurt alle Museen sind. Hier, Museumsufer, historische Villa, Museum, angewandte Kunst, Weltkulturenmuseum, Museum für Kommunikation. Ich sage euch, wir sind echt fertig mittlerweile durch dieses ganze Recherchieren. Alles ist an der Bethmannstraße. Ja? Es gibt da keine Zufälle. Und hier in der Nähe ist dann auch das Hospital zum Heiligen Geist und hier irgendwo ist auch das Dominikanerkloster, wo sie auch war. So, das ist die Dominikanerkirche in Frankfurt, ja, die heißt auch so. Ja? Könnt ihr bei euch gucken, es gibt mehrere Dominikanerkloster oder Dominikaner in der Kirchen heißen nicht, die wurden dann zu Kirchen gemacht. Es waren, wie gesagt, Klöster, auch wenn sie einen Kirchturm Spitze haben. So. Die heilige Elisabeth wollte ja auch in ihrem Hospiz, was sie in Marburg errichtet hatte, beigesetzt werden. War ja dann auch so der Fall, aber dann hat der Konrad veranlasst, dass sie wieder ausgegraben wurde und praktisch in die kleine Kapelle oben am Berg versetzt wurde. Woraus dann später, weil so viele Pilger kamen und die Kirche dann zu klein wurde, dann daraus die heilige Elisabeth-Kirche wurde. Zufälligerweise wurde mein kleiner Bruder dort konfirmiert. Ja. Ja. Und hier steht auch noch, also als der Konrad, als praktisch die Schwägerin von Konrad, also die Elisabeth, gestorben ist, trat der Konrad, der Landgraf Konrad, am Todestag demonstrativ in den Deutschen Orden ein, mit ihm 9 ritterliche Freunde, deren adeliger Rang zeigte sich daran, dass einer von ihnen, Hartmann von Heldungen, Hochmeister wurde und Dietrich von Grüningen, Heermeister des Deutschen Ordens in Livland. Die ganze Inszenierung, der Ordenseintritt am Todestag Elisabeths, gemeinsam mit einer Ritterschar beweist, dass auch Konrad, wie alle Ludowinger vor ihm, die Fähigkeit besaß, Politik effektvoll darzubieten. Ja, dass sogleich nach seinem Ordenseintritt sehen wir Konrad, begleitend von einigen Deutschherren, wieder beim Papst. Konrad erreicht jetzt die Übertragung des Marburger Spitals an den Deutschen Orden, damit, so war die Ambition, kam das Wittum Elisabeths zwar nicht mehr in den unmittelbaren Familienbesitz der Landgrafen, aber es fundamentierte die Stellung des neuen Ordensritters Konrad in der Gemeinschaft des Deutschen Ordens und stand in einem sublimen Sinne in der moralischen Nutzung der landgräflichen Politik. Wobei man hier sagen muss, hier hat er sich schon selbst einen Titel gegeben, weil hier heißt er nämlich auf einmal Landgraf. Genau, später hat er sich ja dann als Bischof noch genannt. Der ist ja dann umgesiedelt dann irgendwie nach Mainz. Also nach Rom, so habe ich es verstanden. Ja, genau, er ist dann nach Rom. Genau.
So, hier ist wichtig bei dem Dominikanerkloster, ich glaube, das war das obere Bild, ne? Ja. Hier, da wurde in einem Kloster, was glaube ich nicht so normal ist, Heinrich der Siebte wurde gewählt. Und wenn ihr genau hinschaut, ja, sehr weiblicher Anteil. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das Frauen gewesen sein müssen, sondern, also A, waren im Kloster sowieso mehr Frauen wie Männer, das ist eine. Und B, zeigen diese Bilder aus, dass diese Männer, vor allem sieht man es manchmal, die haben rote Backen oder so, kann man nicht sagen, ob es Mann oder Frau war, aber wenn es ein Mann war, dann hat er ein Herz. Das ist ganz wichtig. Wobei mich immer noch stört, dass sie auf den alten Bildern fast nie lachen. Im Gegenteil, also die beiden lachen gar nicht und er wird hochgehoben, obwohl er vielleicht gar nicht will. Also das sind andere Themen. Wie gesagt, diese ganzen Namen, habe ich ja vorher schon gesagt, die machen einen Kirrer. Ja, und hier ist ein interessanter Bericht zu dem Altar. Das ist der ganze, der ja jetzt in Frankfurt ist. Die Überschrift: Wunder auch für Gottlose, Schaufenster des Himmels. Der Altenberger Altar ist in einer Ausstellung in Frankfurter Schädel zu sehen. Hier geht es unter anderem um zwei Wunder, die sich aber auch dem Gottlosen erschließen. Das eine haben wir nachgeboren vor Augen, das andere sahen die Betrachter vor bald 700 Jahren. Das Wort Wunder nimmt dieses Mal selbst Jochen Sander in den Mund, stellvertretender Direktor, Schaufenster des Himmels. Ne? Satz. Ja, auch mal weiter heilig sehen, was bedeuten kann, dass ich mich was, wenn ich mich Da steht es auch nochmal mit dem Altenberger Kloster an der Lahn. Die Lahn ist ja in Hessen hier. Also, Ja, deswegen steht da, warum war ein Prämonstratenserinnenklosterkirche in Altenberg an der Lahn dermaßen prächtig ausgestattet? Wegen Elisabeth. Weil hier die jüngste Tochter der heiligen Elisabeth persönlich die Leitung inne gehabt hat, Gertrud. Ja? Und das war auch die Gertrud, die dann bei uns durch den Ort gezogen ist, mitgezogen ist. Die Tochter, genau. Genau. Die ja dann Äbtissin wurde. Ja. Hat auch lange Zeit ihre Spuren hinterlassen. War, glaube ich, auch als Heilige genannt. Muss ich gucken, ob sie einen Schrein hat. Wahrscheinlich, ja. Muss ja eigentlich. So, dann habe ich noch was Interessantes gefunden, weil es war ja auch immer ein Krieg zwischen Franzosen, also eigentlich nicht, weil das war Frankenland, war alles, war Frankenland, Frankfurt, also alles, was hier war. Franzosen in dem Sinne gab es ja gar nicht. Aber jetzt findet man ihr Herz angeblich in Nordfrankreich. Das seht ihr. Alles, was früher deutsch war, Österreich, wo ihr Kopf liegt, Frankreich, wo das Herz liegt, das war alles deutsch früher. Das heißt, alles ist verteilt worden. Ja? Jetzt wird es ein bisschen skurril, ihr Lieben. Es gibt eine Schädeldecke im Dom Frankfurt. Ja? Hirnschale und Drachentöter. Drachentöter wird dann auch noch vorkommen, weil es ganz wichtig ist. Die renovierte Wahlkapelle im Dom ist dennoch ein Ort der Ruhe. Glaubt man den Legenden, dann hatte der Apostel Bartholomäus am Ende seiner Tage keinen Lauf. Wegen urchristlicher Umtriebe geriet er in Konflikte mit Astyage, dem Bruder des armenischen Königs Polymos, der den Jünger Jesus halb tot prügeln, ihn dann die Haut abziehen und kopfüber ans Kreuz schlagen ließ. Dieses Fresko sieht man übrigens auch in der Deckenmalerei von Da Vinci. Der Leichnam von den Heiden ins Meer geworfen, durch Gottes Gnade in Sizilien wieder angespült. Ja, also bliblablub. Also man hat es dann gefunden. Der Nachteil bei Legenden, sie sind Glaubenssache. Fakt ist aber, dass die wichtige Bartholomäus-Reliquie, und zwar die Schädeldecke, dank Kaisers Friedrich II., seit 1248 in Frankfurt eine Heimat hat. So, das ist wieder in dieser Zeit. Dort führte die Hirnschale bislang aber ein Schattendasein, wurde eher schamhaft in ein Kapuff im südlichen Teil des Doms versteckt und nur zu hohen katholischen Feiertagen der interessierten Christenheit präsentiert. So, hier ist die Schädeldecke. Ja? Warum habe ich die hier mit drin? Ne? Ist noch wichtig hier was immer dann dabei steht, über der Reliquie ist auf dem Altarbild der heilige Georg zu sehen. Wie gesagt, heilige Georg taucht auch noch auf. Weil, wir haben diese Geschichte gefunden, die Königin musste aus dem Schädel ihres Vaters trinken. Als letzte germanische Migrantengruppe erreichten die Langobarden ab April 568 ihr Reich auf dem Boden des Imperiums. Ist übrigens wieder in derselben Zeit. Um eine Stellung zu sichern, schreckte König Alboin nicht vor bizarren Machtdemonstrationen zurück.
Zum Aufstieg der Langobarden gibt es eine schaurige Geschichte. Langobarden, ich meine, könnt ihr anschauen, sieht sehr südländisch aus. Danach heiratet ihr König Alboin, die Gepidenprinzessin. Ihr könnt auch mal schauen, was die Gepiden sind. Rosamunde, uns auch ein Begriff der Name, ne? Nachdem er das Reich ihres Vaters zerstört hatte. Während eines feuchtfröhlichen Gelages in Verona reicht er ihr einen Pokal, um fröhlich mit ihrem Vater zu trinken. Das war wörtlich gemeint, denn das Gefäß war aus dem Schädel ihres Erzeugers. Ja, also. Sie musste aus dem Schädel ihres Vaters trinken, den der umgebracht hat. Und musste sich mit ihm verheiraten. Ja? Ich sag dir immer, der Wein, Rotwein, Finger weg. So, wieso habe ich den denn hier schon? Es gibt viele Heilige. Der ist jetzt hier. Warte mal, ist er verrutscht? Ich gucke nur kurz. Nee, ist er nicht. Der heilige Laurentius wird gleich noch eine Rolle spielen. Ist, glaube ich, verrutscht, aber ich sage es jetzt schon mal. Ja? Der heilige Laurentius sieht man hier auch wieder. Es war wohl sag mal Mönchin, sagt man doch nicht, ne? Nonne. Man sieht auch wieder sehr abgemagert. Und da gibt es auch eine Geschichte dazu. Sie wurde, hier sieht man das, sie wurde auf einen Grill gelegt. Gegrillt, ja? Wie ein Hähnchen, ja. Ja, und sie hat aber dazu schöne Aussagen. Als der Kaiser einsah, dass Laurentius nicht aufgeben würde, befahl Valerian, Laurentius zu töten. Er wurde auf ein Ross gebunden und langsam über glühende Kohlen gebraten. Den Qualen zum Trotz soll Laurentius gescherzt haben, die Seite ist durch, ihr könnt mich wenden. Ja, das ist, wenn du weißt, wer du bist. Ja, dann kann dir nämlich niemand was. Und das gab es damals schon. Ja. So. Warum wird denn oft Maria mit einem Totenschädel, also ganz oft auch in Kirchen, sieht man Maria oder jetzt halt Elisabeth, wer auch immer, mit Totenschädel auch meist unter den Füßen. Ja, das ist sinnbildlich, weil die damals aus dem Schädel trinken mussten, wenn sie einen aus der Familie ermordet haben. Wahrscheinlich, das ist jetzt mal eine Vermutung von mir. Es ist halt krass, ne? Was sie aus der Frau gemacht haben, alles nur, dass sie nicht lieben kann. So, wir hatten ja schon Ludwig den Bayer mit reingebracht und deswegen bringen wir jetzt hier nochmal König Ludwig mit rein. Ja, der war ja eigentlich der Mann von Sissi. Da ist ja was passiert, der ist ja ertrunken, komischerweise. Sie hat ja dann einen anderen Mann. Aber bei ihm ist mir auch was aufgefallen, sieht sehr weiblich aus. Und wenn man vergleicht mit Sissi, die sehen sich sehr ähnlich. Ja, jetzt weiß man natürlich wieder nicht, welche Bilder stimmen. Ja, oh ja, hier. Welche sind echt? Was wurde drunter gemogelt? Ich vergleiche nochmal hier, bitte. Ja, und auch diese komische Blickrichtung, das sieht mir nicht echt aus. Dann lieber so ein Bild. Ja? Und Sissi, wenn man das liest, die war ja ähnlich wie Elisabeth, ne? Ja. Ja, die hatte einen ähnlichen Lebensstil und war natürlich auch nicht so gern angesehen. Ich habe mich heute noch gefragt, wie das überhaupt geht, so schnell 3 Märchenschlösser zu bauen. Ja, Walt Disney hat es inspiriert für sein Märchenschloss und so weiter. Aber das wird eine andere Geschichte, aber wir bringen es trotzdem mit ins Spiel. Ja? Weil, wie gesagt, wir haben ja gesagt, nach Elisabeths Tod ist alles passiert, alles was kam. Vor allen Dingen, ja, das ist ja dann der Mann von Sissi gewesen, ja, gibt es hier ein Bild mit ihr, da könnt ihr mal gucken, das ist niemals, ich sehe das, ja. Und komischerweise hatten diese Männer alle so, die sahen alle so aus. Ja, sieht aus wie der König von Preußen. Oder wie Bismarck. Aber hier, habe ich ja gesagt, ne, mit ihrer Pickelhaube. Ja, also die sahen alle komischerweise, da gibt es fast nur alte Bilder von denen, ja. Und hier, da haben wir noch hier Kaiser Wilhelm, die sahen alle gleich aus. Für mich, ja, waren die wahren die hier. Jetzt ist nämlich auch König Ludwig. Guck mal, wie er da ist. Mit Schwänen, mit einem Schild. Und wichtig, was sie auf dem Kopf haben immer, die Flügel. Ob das jetzt ein Schwan ist, sei dahingestellt. Weil auch hier kann man es wunderschön sehen. Ja. An wen erinnert uns das alles? Ja, das ist ja von Lohengrin, von der Oper. Erinnert mich auch genauso an Brunhilde und Siegfried. Ja, die, sie wurden ja auch getrennt. Ne? Die ist ja auch, glaube ich, früh gestorben. Dann kam ja Brunhild oder so ähnlich war das doch. Oder er hatte erst eine andere. Die haben alle so ein Ding auf dem Kopf. Arminius und da unten ist die Germania.
Ja, da gibt es dann dieses Bild, die Befreiung der Germania, aber ich glaube nicht, dass das hier der Befreier war. Das sieht mir viel zu düster aus. Ja, nochmal größer. Wir brauchen ja gar keinen Befreier. Nee. Wir befreien uns doch selber. Aber wir müssen die Volksseele wieder zu dem bringen, was sie ist. Und das sind wir alle. Und das hier ist wieder die Germania und Erzengel Gabriel. Oder soll ich auch sagen, die Italia? Oder soll ich sagen, die Justitia? Und das war hinten, da hinten vielleicht die Bavaria oder so? Und sind das die drei Beten? Also Hessen, also ich weiß ja nicht, wo Italien jetzt einzuordnen ist. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, Österreich, das sind ja alles so Ländereien, die ja der König Ludwig, also der Ludwig der Fromme hatte, ja. Ja, und wir sind hier auf dem Weg, wieder eins zu werden. Das bleibt alles nicht aus. Nur dazu muss die Nationalheilige, das für mich Elisabeth Germania ist, da hast du gleich, da hast du einen schönen Satz gefunden für Germania. Für Germania. Ja, auch aus ihrem Buch, ganz wichtig. Ich muss erst, also zum einen hatte ich das, wann sie praktisch heilig gesprochen wurde, und zwar an Pfingsten, was ich auch sehr interessant fand. Grünen Donnerstag hat sie immer die Füße gewaschen und gesalbt der Menschen. Ja, grünen Donnerstag. Sie, die eine geistige Schwester des heiligen Franziskus war, die nur im befestigten Turm der Allerheiligsten Armut leben wollte, stieg zur zweiten Patronin des deutschen Ritterordens neben der heiligen Jungfrau Maria auf. Sie wurde Schutzpatronin Hessens und die hessischen Landgrafen sahen in ihr die erste Dame des Fürstengeschlechts. Ja, man nannte sie Gloria Teutonica, den Ruhm Deutschlands. Das wäre normalerweise ein schöner Schlusssatz gewesen, ist es aber nicht. Ja, weil es geht noch weiter. Schaut mal die Krone, die sie hier hat, die Germania. Wo ist sie zufällig? In Frankfurt. Allerdings soll es nur eine Kopie sein. Ja, wenn die Original gekrönt wurde, dann ist das nur eine Kopie. Das ist aber eine Krone, die sie nie haben wollte. Das dürfen wir nicht vergessen. Weil wir brauchen keine Krone, um gekrönt zu sein. Wir sind alles Könige und Königinnen. Es gibt keinen, der schlechter ist. Niemanden. Sei denn, es sind nicht Menschen. Nee, das, was sie kriegen konnte, hat sie ja dann umgetauscht in Lebensmittel Ja. und hat es den Armen verteilt. Mhm. Wie Robin Hood. Ja. Ist das Zufall, dass die Germania-Krone in Frankfurt ist? Nein, die Germania ist auch in der Paulskirche früher gewesen. Gerade bei der Rede von Kennedy. Die war früher immer dabei. Und sie hat ja da auch Lorbeerkranz. Könnte auch mit Eichel, Eichenblätter. genau. Eicheln. Ja, Die und deutsche Eiche. genau, und ist das nicht auch mit dem Zeichen, Die Donaueiche. wo man immer sieht, das soll die Hypophyse, nee, die Zirbeldrüse sein. Du meinst eine Eichel? Ja. Ja, die sieht ein bisschen anders aus. Aber Eichelbrot zum Beispiel macht ja auch keiner mehr. Du kannst aus Eicheln Brot machen, Na, aus beispielsweise. einer Zirbeldrüse jedenfalls nicht. Die kann man zumachen. Die kann man oder zumachen. öffnen, oder öffnen. Richtig. Ja, und nicht zufällig gibt es auch ein Bethanien-Krankenhaus in Frankfurt. Oder St. Elisabeth in Bockenheim hatten wir, Frauenfriedenskirche. Übrigens gibt es von allen Aposteln eine Kirche in Frankfurt, zufällig. Und die Kirche, die Frauenfriedenskirche, die hatten wir hier schon. Ja, nee, die kommt ja noch. Kommt ja noch, jetzt gleich hier. Hier haben wir sie doch. Die Frauenfriedenskirche in Frankfurt. Ich kenne keine Kirche in Deutschland, die eine größere Figur hat, wo man wieder sieht, dass sie auf dem Wasser, auf dem Ball, weiß ich jetzt nicht, auf dem Drachen steht. Da fehlt jetzt nur noch der Totenkopf und der Mond. Ja, es könnte auch der Mond sein. Ja, also sie stehen immer auf dem Mond. Und man sieht oben, sie hat einen Heiligenschein. Ja. Ja, Und. wobei man auch den Heiligenschein jetzt auf diesem Bild könnte Mhm. man auch meinen, das wäre die Sonne und davor der Mond. Weil die ist ja immer so, ich meine, der Menstruationszyklus der Frau richtet sich ja auch oder hat einen Zusammenhang mit dem Mond. Richtig. Ja, und es hieß ja auch damals die Mond und nicht der Mond. Das ist ja komischerweise nur bei uns hier irgendwie verdreht. Da heißt es ja die Sonne, früher hieß es der Sonne, Ra. Ra, der Sonnengott. Also für mich steht der Mond hauptsächlich für die Weiblichkeit. Und hatten wir das nicht irgendwo, steht das nicht auch da drin, immer wenn jemand ein Palmblatt in der Hand hat, was ist dann? Das weiß ich nicht mehr. Ja, es ist auch was Besonderes, wenn jemand ein Palmblatt in der Hand hat. Ja. So, und wir wollten euch ja noch sagen, Georg der Drachentöter, also George, ja, Erzengel Michael, es sind die Frauen, die den Drachen erlegen. Der Drache ist die Lüge, ja, das Böse in den Menschen.
Und zufällig ist hier die Martha, ja, die heilige Martha, zähmt den Drachen. Ja? Hier heißt sie Martha von Bethanien. Also immer wenn das Wort Beth da drin ist, Bethanien. Bethanien ist ja auch die Blutslinie von der Mutter von Elisabeth, also sprich auch von der Maria. Ja, die sind ja auch verwandt, weil es ist hier die Schwester von Maria und von Lazarus, also die Schwester von Maria aus der Bibel. Da gibt es einige Geschwister von Elisabeth, wenn man die anklickt, da steht dann immer nur eine Schwester und zwar immer nur die Elisabeth. Also eigentlich haben sie ja die gleichen Eltern, aber es steht immer nur die Elisabeth drin und nicht die anderen Geschwister von ihnen. Ja, es hat alles einen Grund. Ja, wie gesagt, jetzt seht ihr mal, wie groß das Thema ist. Jetzt seht ihr das. Und da, ich zeige es nochmal hier, da sie hier als Drachenzähmer gezeigt wird, zeige ich euch nochmal das Originalbild aus Wikipedia, ja, die mit dem Drachen kämpft, ja, ist eine ganz kleine Frau, da seht ihr ganz viele Bilder dieser weiblichen, wie gesagt, das kann auch ein Mann sein, der aber weiß, was Liebe ist, ja, auch hier das sehr bekannte Bild, ja, hier noch deutlicher geht's nicht, es geht, ging immer darum, die Frau zu verschleiern, das hat natürlich ein Ende. So, ihr Lieben, jetzt sind wir wieder bei diesem Bild. Ihr seht, wir gehen von A nach B, von B nach F und so weiter, weil wir irgendwie merken, das hängt alles zusammen. So einen richtigen Faden ist schwer zu finden, aber es gehört ja trotzdem irgendwo schon alles zusammen. Wir glauben halt, dass das alles in derselben Zeit gespielt hat. Wenn wir jetzt noch die ganzen Römer alles mit reinbringen würden, das würde das noch mehr überfordern. Ja? Weil wir denken auch, dass sie dazu gehört. Johanna von Orléans, John d'Arc oder wie auch immer sie heißt. Ja, es waren komischerweise immer Frauen. Ja, hat man ja auch bei Tusnella gesehen. Ja, es waren immer Frauen, die stark waren. Bis heute noch, ja. Bis heute noch. Und die werden ja auch immer mit Heiligenbildern gezeigt. Immer, ja. Sie hat sogar hier einen goldenen Lorbeerkranz auf. Ja, wer sie jetzt genau war in diesem Spiel, weiß ich nicht, aber ihr habt vielleicht einen Input dazu. Sieht aber auch wieder aus wie Germania, ne? Wie gesagt, es gibt ja eine Liberty, das ist aber eigentlich die Freiheitsstatue. Und den gibt es ja erst seit der Französischen Revolution, die französische sozusagen Heilige. Vielleicht ist das auch Johanna von Orléans oder was auch immer. Ja. Es gibt ja noch dieses Thema, habe ich schon öfters im Video gehabt, gehört natürlich auch dazu, gekreuzigte Armenierin. Das war alles um 1905 rum. Ja, also dann seht ihr, dass das alles nicht so lange her ist, wenn die das noch gemacht haben. Aber Armenien selbst gibt es erst seit 1991 und ich habe bis heute noch nicht rausgefunden, genau wo das hier war. Das könnten genauso Bilder sein, die früher hier stattgefunden haben, wenn sie überhaupt stimmen. Aber vieles spricht schon dafür, weil auch diese mutige Frau hier, das ist ja der Film von ihr, die meine ich jetzt nicht. Ja, diese mutige Frau, die hat ja darüber ein Buch geschrieben, was da passiert ist. Vielleicht werden wir das nochmal lesen, dann werden wir auch vielleicht wissen, wo das war, wie gesagt. Jerusalem ist ja auch erst später, Israel. Nach dem Zweiten Weltkrieg, viel später, ja. Weil was da passiert ist damals, wieso soll es irgendwo gewesen sein da drüben, ja. Und das waren, glaube ich, auch die Türken, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin hier gegen niemanden, ich möchte nur die Geschichte aufbröseln, ihr Lieben, damit wir alle endlich in Frieden, ja. Leben können, nenne ich es mal. Genau, das, was damals war, damit haben wir ja heute nichts zu tun. Wir sind Liebe, ja. Wir müssen es halt aufarbeiten, ja. Dass wir die Geschichte loswerden, so genau. Wie sie war, und nur noch das Gute mitnehmen. Dann habe ich noch gesehen, diese Kreuzigungsgruppe hier, die steht vor dem Frankfurter Dom. Und man kann echt sagen, fast exakt die gleiche findest du auch in Mainz. Ja? In Mainz gibt es auch noch die Nagelsäule, haben wir schon drüber berichtet und solche Sachen. Wie gesagt, nach unseren Recherchen war auf jeden Fall Mainz ein Rom von mehreren, ja. Und das sieht man auch im Karneval übrigens, ja. Ich weiß nicht mehr, in welcher Kirche das war, wo sie im Mittelpunkt war, die Heilige Maria oder Elisabeth, direkt anstatt von Jesus auf dem Altar war sie es. Naja, wenn ich jetzt noch in meine ganzen Ordner gehe, da ist es, ich habe ja einen Haufen Bilder davon, sie ist sehr oft der Mittelpunkt. Ja. Meistens hängt er oben drüber gekreuzigt, ja. Er hat sich über sie gestellt, oder dieses Zeichen wurde über sie gestellt. Du hattest eben noch eine interessante Vermutung bezüglich, wer denn jetzt am Kreuz war? Ja, vorhin auf dem einen Bild, wo da während die Schlacht im Hintergrund sozusagen zu sehen war und im Vordergrund
sah so aus wie Jesus. Aber für mich hat es dann in dem Moment den Anschein gemacht, als wäre da sinnbildlich der Ludwig, also der Mann von der heiligen Elisabeth. Weil der letzte Kreuzzug, wo er auch gestorben ist, dieser Kreuzzug wurde von seinem Bruder, sprich von Konrad von Marburg, Martin Luther, Heinrich Krämer bzw. Konrad von Thüringen, also Konrad Raspe auch genannt, hat diesen Kreuzzug angeführt. Also sprich ist der Bruder gegen den Bruder gegangen. Ja, es ging um Ländereien, es ging um Macht, um Geld, um Gold. Ja, und dafür wurde gemordet. Und wenn man schaut, die Kinder auch von der heiligen Elisabeth, die sind auch alle, das ist alles eine Familie. Die sind, alle Stämme sind miteinander verwoben. Wieso hatte sie einen Gekreuzigten im Bett? Das, vielleicht war das eine Vorahnung oder eine Vorsehung, soll das sinnbildlich jetzt darstellen. Die Vorsehung, dass sie vielleicht eine Ahnung hatte, dass ihr Mann jetzt nie wieder nach Hause kommt. Ihr Geliebter. Es war ja wohl eine wirkliche Liebesbeziehung. Und aus diesen beiden Menschen, die sich abgöttisch geliebt haben, ist ein Kind, sogar drei Kinder entstanden. Könnten für mich auch die drei Beten sein. Kommen wir gleich dazu, weil das Rätsel haben wir noch nicht gelöst. Ich zeige nochmal das hier kurz. Da gab es auch Herodes, hat seine Frau Marianne und seinen Schwager getötet. Und man sieht, die haben Kronen aufgehabt, die beiden, ja. Man sieht es aber auch gut, es gab auch überall Verräter, das sieht man in die Barbaren in der Serie gut, da tut der Stammesälteste am Schluss seinen Stamm verraten und wird dafür geköpft. Er wird dafür geköpft. Ja, und dass das danach alles kam, das ist ja bekannt mittlerweile. Und das ist wieder schön sinnbildlich, das Bild hier. Einer, der sich als mächtiger Mensch ausgibt, könnte wieder dieser Konrad sein. Ganz genau, ganz genau, weil er wollte... er wollte ja an ihr Hab und Gut ran. Ja? Er hat ja auch an den Papst Epistole sozusagen geschickt, wo er ja auch einiges verschwiegen hat. Zum Beispiel die blutige, den blutigen Reliquienraub, der da begangen wurde. Und ja, viele Sachen mehr, um halt für seine Gunsten es so darzustellen. Und da seht ihr, es gab von allem gab es immer beide Seiten. Ja? Gut, good guys, bad guys, überall. Die Guten waren hauptsächlich Bauern und ganz normale Leute. Umso ärmer, umso besser. Aber wie gesagt, diese Geschichte ist vorbei hiermit. Spätestens aufgelöst. Jetzt wollen wir noch schauen, die drei Beten. Ja, sind ja gar nicht so bekannt hier. Die müssten eigentlich bekannter sein wie Jesus. Ja? Wer es jetzt war, können wir nicht wissen. Vermuten vielleicht, es heißt ja Borbet, Wilbet und Ambet. Ja? Es geht auf jeden Fall um Bet. Um Bet. Also sprich und Beth, ja, Beth. Elisabeth, wir hatten das ja auch übersetzt, also Elisabeth, Essen ans Bett sozusagen. Ja, genau, Essen ans Bett bringen heißt es. Ja, ja, genau. Genau, Essen ans Bett bringen. Ja. Da kann ich gerade noch ergänzen, fällt mir ein, dass ich vergessen. Mein Lieblingslied von Kiss, ja, ist seit meiner Kindheit Beth, das Lied Beth. Und bei diesem Lied verteilt der Schlagzeuger immer Rosen ins Publikum. Wollte ich nur noch mal nebenbei erwähnt haben. Jetzt weiß ich, warum das mein Lieblingslied ist. Und auch der Text passt wunderbar zu unserer Geschichte. Ne? Beth. Ich kann noch nicht kommen, singt er, weil ich muss mit den Jungs noch spielen. Genau, und sie sagt ja auch, wir müssen das Ganze hier alles noch ertragen, bis wir die Liebe erfahren können. Und ich denke, es ist die Zeit, dass das jetzt rum ist. Wenn die wahre germanische, sage ich jetzt mal, Seele zum Vorschein kommt. Erwacht. Dazu hast du einen wundervollen Schlusssatz nachher, ne? Ja. So, mach mal weiter. Es gibt ja auch nicht viele richtige Schreine. Also solche goldene, pompösen gibt es nur von den drei Königen. Von Hildegard, von Bingen. Die haben wir jetzt noch gar nicht so weiter studiert, ob die schon mal was miteinander zu tun hatten. Elisabeth von Thüringen und den Marienschrein. Ja, dort sollen sich ja Reliquien befinden, das wissen wir natürlich alles nicht. Ja, das wissen wir nicht. Aber so etwas gibt es von Frauen, ganz wichtig zu wissen. Und auch, wie gesagt, Elisabeth von Reute, die auch die, in ihrem Kloster heißt sie eigentlich das Bete-Kloster, ja.
Das darf man alles nicht mit Kirche verwechseln, ja? Kloster. Was daraus geworden ist, eine andere Sache. Da haben wir noch dieses interessante Foto gefunden, angeblich von Da Vinci. Maria Magdalena nackt. Hat das schon mal jemand gesehen? Das habe ich gegoogelt, ich habe es nicht so gefunden. Ja, meiner Meinung nach ist auch die Mona Lisa, ist eigentlich Elisabeth und Maria. Das ist so eine Mischung daraus. Mona, was heißt denn Mona? Mond? Lisa. Lisbeth. Ja. Zur Lisbeth kommen wir gleich noch. Die steht immer auf dem Mond. Ja. Ja. Sie ist ja alles auch in den Wörtern drin. Ja. So, den habe ich jetzt nochmal mit drin, den lieben Konrad, weil die kommen von den Ludowinger. Ja, aber Ludowingen habe ich eigentlich nichts gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist das Dorf Ludorf und zufällig gibt es da die St. Maria und St. Laurentius Kirche. Da wusste ich schon mal gar nicht, wer ist denn Laurentius? Der taucht gleich nochmal auf, der liebe Laurentius, ja? Ist ein Lazarus oder was? Ich zeig mal, wie er dargestellt wird, ja? Wie gesagt, also hier gibt es dann auch hier so eine Art Kloster, ja, zufällig in diesem Dorf. Will ich jetzt gar nicht weiter mit reingehen. So, da habe ich noch was Interessantes gefunden zum Johannes dem Täufer, also der Sohn wohl von Elisabeth. Da ist auch ganz interessant, dass ja überall öffentlich steht, dass über das Leben des Johannes des Täufers zwischen seiner Geburt und seinem 30. Lebensjahr wenig beschrieben ist. Ja, warum? Genau, genauso wie beim Konrad von Marburg. Ja. Die sind aus nichts aufgetaucht oder wurde da was verheimlicht? Das wissen wir nicht genau, ja? Das wissen wir nicht. Und Herodes hat ja den Kopf gefordert, ja. Und auch dieses Bild haben wir noch nicht studiert. Wie gesagt, da ist so viel zu tun, ja. Allein die Da Vinci-Bilder oder alle italienischen vor allem. Hm. Und der Dürer hat auch gute Bilder gemalt. Hier sieht sie auch aus wie Mona Lisa, ne? Ja, genau. Und sie guckt immer weg. Sie guckt nicht dahin. Mona Lisa guckt dich von allen Seiten an. Das ist ja das Gute, das Coole. Wenn du Mona anguckst, die guckt dich von allen Seiten so an, ja? Ja, da gibt es auch ein tolles Sprichwort von ihr, ein tolles Zitat. Von? Sie hat ja gesagt, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Genau. Das ist, wenn du jemanden belügst, belügst du dich selber. Wenn du jemanden wehtust, tust du dir selber weh, weil alles auf dich zurückfällt. Ja, man sieht ja auch oft den, ja, die heilige Lanze, die gibt es ja wirklich. Ich denke schon, dass die echt ist. Wenn es das so gab, wie gesagt, ja, vielleicht kann die dann irgendwann nochmal untersucht werden, ja. Und das hatten wir schon mal in unseren Polsprung-Videos unter anderem. Ja, es gibt ja sehr viele Männer, die sich weiblich gemacht haben und umgedreht Frauen, die sich männlich gemacht haben, ja. Um auch einem Idol zu folgen oder halt aus Angst vor anderen. Weil dieses Wort, was sie da tun, das nennt man die Kümmernis, ja. Kann sich jeder mal darüber selber schlau machen. Ist auch wieder interessant, ja. Hier steht gar nicht dabei, wer es ist, ja. Also auf der linken Seite ist sozusagen die Elisabeth, so sehe ich das dargestellt, als die Königliche. Ja. Weil das ist ja nichts anderes, als was sie dargestellt haben. In königlichem Gewand, mit der Krone auf. Das ist genau das Gegenteil von dem, was sie ja eigentlich wollte. Sie wollte bescheiden bleiben und wollte so sein, wie sie ist. Ja? Und nicht irgendwelche Kleider übergestülpt bekommen, des Kaisers neue Kleider oder sowas. Mhm. Sie wollte nackt. Sie wollte ärmlich, sie hat sich dem Volk, sie war eins mit dem Volk und nicht mit dem Königreich, also irgendwelchen Menschen, die sich über sie alle gestellt haben und sie versklavt haben und was weiß ich, was alles mit ihnen gemacht haben. Ja, das ist die linke Seite, ist praktisch die Darstellung aus der Perspektive der Königshäuser und die rechte Darstellung ist das, was es wirklich war. Aber lustig ist, dass sie links im Bilde schon den Galgen, also das Kreuz sozusagen, das fast fertige Kreuz in der Hand hält. Kannst du es auch als These in Mutter des Täufers, ja, also wenn sie ja Johannes den Täufer oder so. Ja. So, wir mussten das Video auch in mehreren Etappen aufnehmen, ja, weil es einfach zu viel gewesen wäre und uns auch zwischendurch noch was eingefallen ist, ja, das müssen wir dann immer mit reinbringen, so ist das beim Recherchieren. So, wir kommen ganz langsam zum Ende, weil ich habe ja noch eins vorenthalten. Ich wollte euch mal meine Zeitrechnung präsentieren. Ich gebe hier bei allem, was wir hier sagen, haben wir hier keinen Anspruch auf Wahrheit oder sowas. Wir versuchen nur, Punkte zu verbinden. Wir können natürlich mit allem falsch liegen, aber bei Elisabeth denke ich nicht, dass wir falsch liegen. Weil Brina
möchte uns jetzt, bevor wir zur Zeitrechnung kommen, noch was Kurzes vorlesen. Also noch ein kurzer Auszug aus dem Buch. Die Leidensmärtyrerin aus eigenem Willen und aus eigener Wahl, die die Eitelkeiten der Welt überwunden hatte, wurde, hier steht zunächst der heiligen Jungfrau Maria, also wurde zur Schutzpatronin des Deutschen Ordens, zur ersten Dame des hessischen Landgrafenhauses und zur Patronin Hessens. Sie wurde die deutsche Heilige überhaupt, der Ruhm Deutschlands. Selten ist die Menschheit zynischer mit dem geistigen Erbe eines Menschen umgegangen als mit dem der heiligen Elisabeth. Doch über die Kronen, den Glanz, die fürstlichen Roben, den goldenen, juwelenübersäten Schrein hinweg erreicht uns noch heute ihre stille Botschaft, die wir nicht in ihrer Gänze, aber doch in ihrem Kern verstehen. Den Willen, das eigene Ich zu überwinden und es im Wirken und Streben zum Wohle der Menschheit aufgeben zu lassen, der Menschheit, die trotz ihrer tausendfachen Sünden ein Teil dieser Schöpfung Gottes ist. Herrlich, oder? Ja, kriege ich Gänsehaut. Ja, einfach nochmal zurückspulen, nochmal anhören. Ja, sie ist für uns Germania. Definitiv. Ja, definitiv. So, jetzt kommen wir zur Auflösung der Zeit. Und dazu, zur Auflösung der Zeit habe ich vor drei Wochen, im Wald frisch gesägte Bäume, ich habe mir den dicksten ausgesucht und einen kleineren und habe mal die Baumringe gezählt. Und ich selber, bei den großen ist es übrigens so, dass die Baumringe weiter auseinander sind. Das heißt nicht unbedingt, dass die älter sind, weil die Zahl war ungefähr gleich. Es waren so zwischen 210, 220 Ringe, so ungefähr, kann man ganz gut rechnen. Manche sind nämlich manchmal wie doppelt, das ist schwer zu zählen. Das heißt, diese Bäume gab es erst vor 220 Jahren. Deswegen ist die Zeitrechnung, die ich euch jetzt zeige, wie ich das gerechnet habe, nicht unbedingt stimmig. Ja, nur, wir hatten ja schon ausgemacht, es ist keine 1000 Jahre her, keine 2000, keine 1000, es muss noch weniger sein. Also bin ich dann vorgegangen und habe erstmal geguckt, weil es in Frankfurt eine Tradition gibt, das ist die Bernheimer Kerb, ja, die Bornheimer Kerb. Und das ist die 416. Da habe ich auch schon überlegt, 416, ja, es muss ja einen Anlass gegeben haben, dass das, worum es nämlich geht bei dieser Kerb, dass das vor 416 Jahren das erste Mal war. So, und ganz wichtig ist, dies geht vom Jahre 1608 als Geburtsstunde der Bernheimer Kerb aus. Denn dieses Datum lässt sich belegen. Fest steht auch, dass im späteren Jahren die Kerb auf den Sonntag zwischen Laurentius und Maria Himmelfahrt, also in den August, verlegt wurde. Verlegt wurde wahrscheinlich, weil auch Monate dazu kamen, möglicherweise. So, was ist denn eigentlich, oder was ist die Hauptattraktion auf der Kerb, nenne ich es mal. Ich habe aber erstmal geschaut, der Laurentius sieht auch wieder aus wie eine Die, Laurentius. Ja? Es ist genau in der Mitte von Laurentius, war mir vorher gar nicht bekannt übrigens, und Maria Himmelfahrt. Und es ist Tradition bei der Bernheimer Kerb, eine Lisbeth auf einen alten Kiefer, also auf die, hier sieht man es besser, ja, auf die Kiefer zu setzen und die muss während der ganzen Kerb da oben sitzen. Und am Mittwoch, in der dann Aschermittwoch, am Kerbemittwoch wird sie abends verbrannt. Und da habe ich ein Interview gelesen mit einem, der das da mit veranstaltet, der hatte daraufhin gesagt, ob er das denn nicht schade finde, wenn sie dann eine Lisbeth verbrennen müssen, sagte der, weißt du, na klar ist es traurig, aber wir wissen ja, dass sie nächstes Jahr wiederkommt. Also sie kann nicht sterben sozusagen. Und das Ritual wird wahrscheinlich so lange gemacht, bis diese Geschichte hier aufgelöst ist, wer es denn wirklich war. Der Ostasienhandel wurde blockiert 1500. Hier oben steht, im Jahr unseres Herrn Jesus Christus. Die christliche Zeitrechnung kennt kein Jahr Null. Das erste Jahr des Herrn beginnt somit mit der Geburt Jesu. So, wenn jetzt wenn es danach gehen müsste, ob es um die Elisabeth geht, wären wir jetzt hier 2023 minus die Kerbejahre 416 im Jahr 1607. Ja, 1500 war der Beginn, weil da wohl
Im ersten Jahrhundert, wann war das? 1200 noch was? Kommen wir gleich dazu. Jetzt wird es natürlich ein bisschen verwirrend. Also wenn wir nur von, diese Jahr, von diesem Jahr ausgehen, wären wir 2023 minus die 1500, weil das wäre ja das Jahr 0, im Jahr 523. Stimmt aber nicht ganz, weil sie hat ja gelebt 1222. Sie hat 1207 ist sie geboren. 1222 ist ihr Sohn geboren. Es geht immer um Sterbedatum. Ne? Sterbedatum 31, 1231. So. 1222. Nein, da ist ihr Sohn geboren. Ah, nee, geboren. Es geht ja um die Geburt des Erlösers. So, wenn aber Hermann, Johannes und Jesus, also Maria und Elisabeth, kannten sich ja, 1222 geboren sind, beide, ein halbes Jahr später, rechnest du dann 1500 plus 222 Jahre, ja, also hier die 222, dann kommst du aufs Jahr 1722. Wenn du jetzt 2023 minus 1722 rechnest, kommst du auf das Jahr 301. Die Zahl ist natürlich krass, das ist die umgedrehte Weiblichkeit, die 31, die dann in die 32 geht. So, das wäre meine Rechnung dazu. Ich gebe überhaupt keine Berechnung, dass das stimmt. Überhaupt nicht. Aber wenn ihr jetzt zurückschaut, wie alles passiert ist vorher, wie schnell das alles annektiert wurde, wie schnell auf einmal Preußen auf dem Teppich war und so weiter, muss das alles viel enger gewesen sein. Bitte macht dazu selber eure Recherchen. Das ist für mich ganz wichtig. Ja? Ganz wichtig. Sei denn, diese ganze Geschichte hier ist auch erfunden. Das wissen wir aber nicht. Es sei denn, wir müssten uns nach dem Geburtsjahr der heiligen Elisabeth richten. So sieht's aus. Genau. Ganz genau. Und wenn wir von der Elisabeth selber. Von der Elisabeth selber, weil über Jesus wird gesagt, er ist rumgegangen, hat gepredigt, die Menschen hat er geheilt, an seinem Grabe sind noch Wunder geschehen. Das Gleiche war bei Elisabeth auch. Warte mal, das machen wir kurz. So, also die letzte Rechnung hat mir auch nicht so gefallen. Dann kam Prina ja auf den Tipp, wir gucken nochmal, wann Elisabeth geboren ist. Weil sie hat ja so viel Gutes getan. Und das war im Jahr 1207. So, wenn du jetzt 2023 minus 1207 rechnest, wäre das für 816 Jahren. Das ist mir viel zu viel für das, was in diesen letzten zwei Jahrhunderten alles passiert ist. Zumal die Geschichten sich immer wiederholt haben mit anderen Namen. Und deswegen haben die das einfach noch weiter hinterverlagert, Namen erfunden, dass die Geschichte gestimmt bleibt. Ganz genau. Wenn du jetzt 2023 minus 1707 Jahre nimmst, also vor 316 Jahren, also war 1707 das Jahr 0. 1707 wegen, nimm bei 1207 die 1 vorne weg, Jahr 1500 nehme ich mal als das Jahr, wo die Zeitrechnung begonnen hat, also sind wir im Jahr 1707. Und da die Zeitrechnung, wie wir vorher aus diesem Bericht wissen, erst dann beginnt, wenn Jesus geboren ist, ist die Stunde 0. Also ist das Jahr 1707 Stunde 0. Weil unserer Überzeugung nach war Elisabeth von Thüringen sozusagen Jesus. Das sieht alles irgendwie danach aus. Sie hat genau das Gegenteil gemacht. Sie ist nicht herum. Sie ist nur vors Haus, in den Wald oder wohin, hat den armen Leuten was gegeben. Sie hat sich peinigen lassen von einem, der zu Hause war bei ihr. Im stillen Kämmerlein, leider muss man das so sagen, sie hat das alles erduldet, weil sie wusste, für was sie es tut. Wenn ihr die Jesus-Filme kennt, der wusste auch, für was er es tut. Deswegen heißt es jetzt auch wahrscheinlich, geht dahin, betet in eurem stillen Kämmerlein. Ja, das natürlich brauchen wir alles nicht mehr. Sie hat das alles für uns übernommen oder auf sich genommen, weil sie wusste, was daraus resultieren wird. Weil das Interessante ist, im Jahr 1707 ist was ganz Wichtiges passiert. Nämlich der Act of Union, das Georgskreuz und das Andreaskreuz haben sich vereint zum Union Jack. Ja. Die Namen Georgskreuz, Andreas, ihr Vater ist zufällig Andreas, muss ich gleich wieder an William Wallace denken. Jetzt wisst ihr, für was sie gekämpft haben. Mhm. William Wallace, jeder kennt Braveheart, jeder. Wer ihn sieht, verliebt sich in ihn. Und sie nehmen ihm sofort seine Frau. Sofort nimmt sie ihn seine Frau. Der gegnerische König nimmt sich die Frau. Was ja früher so gang und gäbe war, dass sie in der Hochzeitsnacht die Frauen gestohlen haben.
dann ergibt das auch alles Sinn, die Geschichte. Und nicht dass diesen Quatsch, den wir da lernen. Ja? Und da ja der nächste Thronfolger normalerweise der Sohn der heiligen Elisabeth gewesen wäre, der aber das Erbe sozusagen nicht bekommen hat. Ja, gab es weiter Krieg. Musste ja eine andere Vereinigung her oder irgendwas, irgendeine Maßnahme. Genau. Und bitte nicht vergessen, dass es das früher alles noch nicht so gab, England, Schottland und so weiter. Ja, die Bauten, wir reden nicht von der Zeit, als vorher war. Natürlich gab es da schon was, ja, sicher sogar. Wir reden aber jetzt von der unserer Zeitrechnung und die hält sich nun mal an Christi Geburt. Und wenn das Elisabeth war, sind wir im Jahr 1707, ist Jahr 0. Okay? Wir lassen uns gerne eines Besseres belehren, aber wir müssen von ihr ausgehen, weil sie die Nationalheilige ist. Richtig. Und jetzt kommen wir noch mal kurz zum Anfangsbild. Im Kloster Altenberg ist die bekannteste Reliquie von ihr ausgestellt. Und diesen Finger haben wir ja schon öfters heute gesehen. Wer hat den denn noch? Der Deivel, Baphomet. Wieso hat der denn die zwei Finger oben? Wieder der Stierkopf. Ja. Also der Ziegenkopf, so. Ja, aber wie bei Maleficent, ja, hier wurden ja auch die Flügel gestutzt. Und sie haben aus einer heiligen Huren und Teufel gemacht. Und deswegen haben, glaube ich, sehr viele Angst vor dem weiblichen Zorn. Nur, eine Frau mordet nicht. Die tun das alles selbst, weil sie alles zurückbekommen, was sie getan haben. Alles wird in göttlicher Ordnung sein, ihr Lieben. Wenn das ja alles früher so turbulent war, auch mit diesem ganzen Sexistischen, und die Frauen ja sozusagen ausgeliefert waren, also ich kann mich daran erinnern, wenn mich mal jemand versucht hat anzumachen, auf Deutsch zu sagen, und ich ihn abgewehrt hatte, wurde der dann böse. Das ist... Ja. Ja, sicher. Jo. Das können die nicht ertragen. Nein, kennen die nicht. Genau, die fühlen sich dann in ihrer Manneskraft angekratzt. Und deswegen sollt ihr Angst haben vor dem Baphomet, vor der Frau. Ja? Und sie hat das Pentagramm auf dem Kopf, eines der größten Schutzzeichen überhaupt. Nur, die wissen ja, wenn du Magie sinnvoll nutzt, also vor allem für dich und deine Lieben, wenn du Magie sinnvoll nutzt, dann schadest du niemanden. Natürlich ist es damals alles gekippt, aber ihr seht, wer jetzt daran schuld war. Oder wir wollen hier gar nicht von Schuld reden, weil es spielt keine Rolle mehr. Wir wollten das nur mal aufbröseln. Ja? Und hier habe ich noch einen ganz interessanten Satz gefunden, wieder über Elisabeth. Ja? Weil hier steht es komischerweise auch wieder, dann veranlasste Herodes die Hinrichtung des heiligen Propheten. Also war das vielleicht doch ihr Vater. Ja? War das vielleicht doch ihr Vater? Und Rosamunde ist nur ein anderer Name für sie, damit sie in aller Munde bleibt. Rosa halt, pink. Er wurde nämlich erstochen zwischen dem Tempel und Altar. Vielleicht war sogar ihr Vater der Prophet. Ist oder auch die möglich. Mutter. Oder die Mutter. Meistens konnten doch die Frauen vorhersehen. Weil die Mutter ist ja gestorben, als Elisabeth 6 Jahre alt war. Und der Vater hat ja dann noch gelebt. Also der Vater hat die Elisabeth überlebt sozusagen. Das heißt, mit diesem Bild, mit dem Schädel, das kann schon hinkommen, dass die kleine 6-jährige Elisabeth aus diesem Schädel trinken musste von ihrer Mutter. Das kommt schon hin. Dreh immer alles um. Hier steht noch am Schluss, Elisabeth entschlief 40 Tage. Das ist doch wieder die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Nach ihrem Ehemann und Johannes verweilte in der Wildnis bis zu dem Tag, an dem er vor dem Volk Israel auftrat. Das heißt, das passt dann gut, was ich hier noch habe. Ich war ja beim Schneewittchen-Denkmal in Frankfurt zufällig und habe Schneewittchen wach geküsst. Sinnbildlich für alle Deutschen. Die heilige Elisabeth, die Germania, habe ich wach geküsst. Und da habe ich noch einen Satz, der etwas über sie schreibt, was man schöner gar nicht schreiben könnte, ja? Sehr subtil beschrieben. Und mach du das mit deiner weiblichen... Sehr subtil beschrieben, auch Besonderes wird oft nur bescheiden angedeutet. Aber man versteht die ungeheuren Geschehnisse. Man wird überrascht, wie dadurch der Eindruck der für sich selbst sprechenden Ereignisse verstärkt wird. Extrem tiefgehend, wer Elisabeth nicht in sein Herz schließen kann, hat keines. Von einer wahren Königin der Herzen zu sprechen, wäre abgrundtief zu billig. Es fehlen die Worte.
Herrlich, oder? Schön. Wie man so von jemand reden kann. Sie hat auch nicht umsonst immer einen Krug in der Hand. Aber das werden wir dann irgendwann in einem anderen Video machen. Wir haben jetzt erstmal Pause, glaube ich. Ja, du wolltest noch was vorlesen, glaube ich, was dir wichtig war. Oder noch was erwähnen. Noch erwähnen wollte ich halt einfach nur, dass der Sohn von der heiligen Elisabeth dann Landgraf von Hessen war, auf jeden Fall. Also hat das, es sind unsere Vorgänger hier. Also es ist unsere Geschichte. Die können wir uns nicht wegdenken. Nee. Deswegen, ach, da gibt es sogar ein Buch. Wunderschön. Vielleicht hat es einer von euch. Wir würden uns freuen. Ja, Kinderbücher erzählen die Wahrheit, wollte ich nochmal dazu sagen. Auch die Kinderzeichentricks über Heilige sind sehr interessant, viel interessanter als andere vielleicht so. Da ist ein bisschen zu viel dazu erfunden. So, ihr Lieben, wir haben es geschafft. Wochenlange Recherche haben wir heute versucht, irgendwie mit ineinander zu verpacken. Und ihr habt bestimmt gemerkt, wir konnten gar nicht alles berücksichtigen. Kann sein, dass wir uns wiederholt haben, aber das war auch wichtig, weil es so viele Namen waren. Beschäftigt ihr euch mal damit, da werdet ihr sehen, wie aufwendig das ist. Und das war jetzt erstmal der Anfang. Ja. Wenn wir natürlich von euch Infos kriegen, die werden wir dann mit in das nächste Video einbinden, weil wir finden, dass das so ein extrem wichtiges Thema ist und dass endlich die deutschen Heiligen, vor allem Elisabeth, wieder in aller Munde ist. Und wer kann dafür sorgen? Jeder von euch. Wir alle. Und mit diesen Worten schließen wir jetzt auch. Es war lang genug. Machen nochmal Mary's Song hinten dran. Die Musik der Zukunft, der neuen Zeit sozusagen. Tanzt, lacht und habt Spaß und haut im Chat Liebe raus, so viel es nur geht. Wir können sagen, wir versuchen hier alles so gut wie möglich nach bestmöglichem Wissen und Gewissen weiterzugeben. Nichts glauben davon, bitte alles selbst prüfen. Vielleicht ist alles sogar nur erfunden, es spielt aber auch keine Rolle. Wir möchten wieder in Frieden, Freiheit und purer Harmonie leben und das werden wir sowieso, weil wir leben schon in der Zeit. Wer das nicht fühlen kann, spüren kann, hat wahrscheinlich noch einiges aufzulösen. Aber wir wünschen jeden und es wird jeder schaffen. Jeder wahre Mensch wird es schaffen, das können wir euch geben. Mit auf den Weg. Von zwei Herzmenschen an euch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und gebt das Video bitte weiter, das muss die Runde drehen. Am deutschen Wesen wird die Welt genesen, sage ich dazu nur. Und das ist unser Beitrag dazu. Und zum Schluss einen dicken Schmatzer. Dankeschön. Den haben wir uns verdient. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Hesitate, segregate, imitate, infiltrate, copulate, send debate, cannot wait, move on, up. Straight to the top. Hesitate, segregate, imitate, infiltrate, copulate, send debate, cannot wait, moving on up. Straight to the top. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. You might be rocking, but when we put the plug in to have a blast, you'll be outclassed. You might be grooving, as soon as we start moving, becoming vast, you'll be surpassed. Curse you, try to follow this crew, ain't no matter who, there's no virtue. Hey you, try to mess with this crew. We don't matter who, there's no virtue. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. We are surprising, surprised to see us rising. Prepare for more, we're gonna soar. Fast as the wind blows, with fortitude we bulldoze. The direct way to victory. You found longing to be renowned. Both feet on the ground, as we are bound. Slow down, ready for the showdown. Reach the final round. Time to be
moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. Hesitate, segregate, imitate, infiltrate, copulate, send debate, cannot wait, moving on up, straight to the top. Hesitate, segregate, imitate, infiltrate, copulate, send debate, cannot wait, moving on up, straight to the top. Oh. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. We're moving up, straight to the top. No one can stop, cause we are the future. Don't call us lame, once again we will win the game. Infiltrate, copulate, send debate, cannot wait, moving on up.